Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Ich bin gut vorbereitet, ich habe das Buch nicht rausgeholt. Wir spielen Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Und heute mit dabei, ganz frisch aus dem Sommer, und es ist immer noch super warm, Aray Gumar als Aisea. Hallo. Immer noch mit viel Raum und wenig Aisea. Aber gut, jetzt ist es besser. So, dann haben wir Dr. Angela endlich wieder mit dabei, gespielt von Lilio. Hallöchen. Und wir haben Kako, der spielt Bruce. Guten Abend. Last but not least, Feramin spielt Sam. Hallo. Und falls ihr euch fragt, warum ich heute keine komischen Augen habe, ist es mir zu warm. So, meine Augen schwitzen auch. Ja, kleiner Disclaimer vorneweg, wir spielen Vampire the Masquerade, seines Zeichens in der World of Darkness. Das heißt, es könnte passieren, dass wir Themen anschneiden, bespielen, die nicht jedermanns Sache sind, falls ihr euch irgendwie getriggert fühlt für irgendetwas, was wir hier machen. Oder wenn ihr noch ganz jung seid, dann schaut doch lieber was anderes. Gibt genug da draußen. Und keiner ist euch böse. Ja. Zweites, wir spielen hier in einer Vampire the Masquerade V5 Sandbox. Und falls ihr euch irgendwie immer wundert, warum hier immer mehrere verschiedene Spieler teilweise auftauchen. Dies hier ist die Stammgruppe. Aber die anderen Spieler haben genauso gut ihre Daseinsberechtigung und haben auch ihre ganz große Rolle in der ganzen Story, die ich selber noch nicht so richtig durchblicke. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. Ja, und deswegen. Wir befinden uns in Time im Jahr 2018 immer noch. Und zwar im November müssten wir inzwischen sein, ne? 7. Dezember. Ah, wir sind schon im Dezember. Guck mal, Nikolaus war schon. Ja, da ist ein schönes Kühl draußen in Texas. Denn wir spielen in Texas ganz nah an der Grenze zu Mexiko in einer Stadt, die seltsamerweise keinen Namen hat. Und niemand scheint sich darum irgendein Ding zu scheren, warum man in einer Stadt wohnt, die keinen Namen hat. Und diese Stadt hat eine weitere Eigenheit, denn diese Stadt hat Vampire, die Stadt nicht verlassen können. Aisea hat es einmal versucht, hat er erfahren müssen, dass das nicht richtig funktioniert. In der Stadt gibt es mehrere merkwürdige Vampireinheiten, wie in jeder Stadt auch. Unsere Vampire sind recht neu dort. Entweder neu gezeugt oder neu dazugekommen, haben sich aber schon eine Art Standing in der Stadt erarbeitet, indem sie einen Auftrag erledigt haben für den Sehneschall der Stadt, für Veronica, eine Tremere, und haben so das Bleiberecht erwirkt, außer Bruce. Bruce ist illegal. Aber bisher wissen die großen Vampire der Camarilla entweder noch nicht, dass es Bruce gibt, oder es ist ihnen scheißegal. Weil Bruce hält sich ja ziemlich bedeckt. So, bisher zumindest. Ja, das macht er ganz gut eigentlich. Apropos Camarilla. Die Camarilla hat ein weiteres Problem, denn ihr ist der Prinz der Stadt abhanden gekommen. Durch mysteriöse Umstände. Keiner weiß genau so richtig oder will es nicht verraten, warum der Prinz Ido nicht mehr in der Stadt weilt. Alsbald wird es eine neue Prinzenwahl geben. Unsere Vampire hoffen auf eine Einladung zum großen Elysium, wo man dann mitwählen darf, anscheinend in dieser Stadt. Das letzte Mal haben Aisea und John einen Antrittsbesuch gemacht bei ihrer Primogen, der Ventru Primogen, und haben ein bisschen vorgefühlt und haben in Erfahrung gebracht, dass diese drei wohl die einzigen Ventru in der Stadt sind. Und
Ja, haben freundschaftliche Bande geschlossen. Ich glaube, wir haben auch die Szenerie da noch nicht ganz verlassen. Da, in diese, hat gerade dabei, ein bisschen Flüssigkeit zu euch zu nehmen oder so. Ja, außerdem ja, hat Bruce bzw. sein Erschafferin Anna ein bisschen was mit der zweiten Inquisition zu tun. Anna scheint von der gefangen worden zu sein und gefoltert und ist aber entkommen, hat Bruce gezeugt quasi als Vampir und nun versuchen sie ihr Leben zu fristen und Anna behauptet, dass die Camarilla sie verraten hat und an die zweite Inquisition verkauft hat. Ja, und das geht natürlich gar nicht. Deswegen ist Bruce aber ein bisschen skeptisch, was diese Vampirgesellschaft angeht. Hat ein schönes Angebot in der vorletzten Folge bekommen von einem Brucher namens Adam, seines Zeichens der Sire von Dr. Angela, nämlich sich einer Bewegung gegen die Camarilla anzuschließen und mit im Zweifelsfalle mit Faust und Gewalt sich einen Platz in der Stadt zu erkaufen bzw. zu erstreiten. Und das allerdings nur, wenn der Camarilla natürlich nicht auf die Forderungen der eigentlich ganz liebenswerten Vampire eingehen sollte. Ja, und Samantha hat so ihre eigenen ganz kleinen Probleme, denn ihr Sire ist ein bisschen durch den Wind, seit er in der Stadt ist. Hat immer wieder merkwürdige Gedächtnislücken, was auch damit zu tun hat, dass er sich regelmäßig das Gedächtnis löschen lässt, um irgendwelche Ereignisse, die er schon mal mit dieser Stadt erlebt hat, zu vergessen. Und dabei vergisst er halt alles mögliche andere auch, merkwürdigerweise. Sam hat eine Möglichkeit gefunden, sich zumindest an jüngst Erlebtes wieder erinnern zu können, indem sie auf ihren Körper schreibt, ein Körpertagebuch führt und ja, gleichzeitig hat sie auch noch das Problem, nicht nur mit ihrem Sire, sondern dass sie einen Stalker hat, der sie aus ihrer alten Heimat immer noch zu verfolgen scheint und der nicht locker lässt, einen der Klüngelvampire niedergeschossen hat bei einer Konfrontation, schwer verletzt hat und beim letzten Mal sogar fast dafür gesorgt hat, dass der Klüngel in ihrem Haven von der Sonne ausgeleuchtet wurde. Tja, hat ein Bauunternehmen anscheinend angeheuert und hat Bauarbeiter am helllichten Tage in dieses neue Gebäude, den neuen Haven der Gruppe geführt oder geschickt. Und die haben da ja Bohrarbeiten gemacht und mit viel Glück konnten die Vampire die Bauarbeiter überwinden, überwältigen und töten. Naja. Und jetzt müssen sie die Leichen irgendwie loswerden. Ja. Das Ganze hat Dr. Angela eigentlich nur am Rande mitbekommen. Denn sie hat einen langen Schlaf hinter sich, ist von der ganzen Sache auch nicht aufgewacht, hat die ganze Diskussion um die Camarilla und die merkwürdige Oppositionsfraktion um Adam irgendwie gar nicht richtig mitbekommen. Man hat sie irgendwie im Bad, in der Wanne irgendwie liegen lassen, gar nicht mehr groß darüber nachgedacht, dass sie noch da sein könnte. Und dann sind sie alle in verschiedene Richtungen weggeströmt. Und der Haven ist quasi leer. Und Angela erwacht dieses Mal merkwürdig spät in der Nacht. Aber dafür entspannt. Und mit einem Erwachenwurf können wir das mal ganz kurz gucken, ob du hungriger wirst. Nein. Perfekt. Was hatte Angela denn vor, wenn sie schon ganz von der ganzen Sache beim letzten Mal nichts mitbekommen hat? Was du mitkriegst, ist, wenn du aufwachst, ist, dass du nicht mehr in deinem Bett liegst, sondern in der Badewanne. Und bist gemutet. Dementsprechend würde ich erstmal natürlich in mein Zimmer gehen, um nachzugucken, was da los ist. Nicht geschlafwandelt? Warte, können Vampire überhaupt schlafwandeln?
Weiß ich Weiß nicht. man nicht so. Weiß man nicht so genau. Keine Nee, wie Ahnung. gesagt, ich würde auf jeden Fall als erstes. Und wenn ich auf dem Weg irgendwem über den Weg laufe, würde ich die natürlich auch fragen, aber würde halt. Ich glaube, die sind Ja. alle ausgeflogen. Oder war Sam war noch da? Andrew und der Dicke müssten noch da sein. Andrew und der Dicke müssten noch da sein. Ja. Ich habe mich unten vorm Haus von Bruce und Ronan verabschiedet. Dann müssten, ja, der Dicke ist ja mal da, mal nicht da. Wenn du zu Sam und Andrew ins Zimmer gehst, kannst du Andrew sehen, ja. Der steht immer noch irgendwie, läuft auf und ab in dem Raum und blättert in einem Buch. Also ich wäre halt erstmal wirklich geradewegs in mein Zimmer gegangen, um dort nachzuschauen, ob so, keine Ahnung. Nichts Außergewöhnliches, außer deine zerwühlte Schlafstätte. Aber sonst ist nichts anders als sonst. Okay, dann scheine ich mich jetzt zumindest recht zu erinnern, dass ich mich hingelegt habe, also in mein Bett hingelegt habe am letzten Tag. Okay, dann würde ich halt erst wieder rausgehen und halt die anderen Zimmer mal reinschauen, ob irgendwer da ist. Und dann würde ich wahrscheinlich Was dann irgendwann einmal dir bei auffällt, Andrew. ist, dass halt schon sehr spät an der Nacht ist, ne? Also du hast wirklich fast die Ja. halbe Nacht verschlafen. Ist mir noch nie passiert, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das nicht einfach mal passieren könnte. So, vielleicht hat man auch einfach mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Nacht quasi. D-Rex fragt gerade, in welchem Zimmer das Loch war. Da war noch gar kein Loch. Es waren nur Bohrgeräusche. Wie gesagt, dann würde ich halt wahrscheinlich irgendwann einmal Andrew dann sehen. Würde erstmal so im Türrahmen stehen bleiben und ihm wahrscheinlich so ein paar Sekunden beim Hin- und Hergehen zuschauen, ob er irgendwie auf mich reagiert. Ja, der schaut dich irgendwann an. Angela, kann ich was für dich tun? Ich bin irgendwie im Badezimmer aufgewacht. Bin ich geschlafwandelt? Nein, das war Sam. Wir sind angegriffen worden am Tag. Und sie hat Angegriffen? dich geschützt. Angegriffen von wem? Was? Ja, nicht wirklich angegriffen, aber Menschen waren hier im Gebäude und haben Löcher in die Wände gebohrt oder wollten das zumindest machen. Aber es geht allen gut, ja? Allen geht's gut, ja. Dann würde ich noch mal so auf die Uhr schauen, so. Der komische Privatdetektiv war eben hier und wir hatten einen, und Bruce auch und Isaiah. Komischer Privatdetektiv? Angela Ja, kennt ihn noch gar nicht. Detremer, der, ja, ein Freund von Sam. Okay, da habe ich wohl irgendwas in letzter Zeit nicht so ganz mitbekommen. Und was wollte der hier? Warum braucht er einen Privatdetektiven? Er ist ein Tremere und hatte irgendwas mit Isaiah zu tun. Irgendwie hat Isaiah nicht ganz aufgepasst bei irgendeinem Essen und die Familie des Opfers hat wohl diesen vampirischen Privatdetektiv, welch ein Zufall, darauf angesetzt, zu untersuchen, was da los war. Und der wusste natürlich sofort, worum es geht und hat Isaiah aufgespürt und naja, hat uns gesagt, wir sollen besser aufpassen und so. Wieso wundert es mich überhaupt gar nicht, dass gerade Isaiah da Probleme hat? Ich weiß nicht. Warum bin ich eigentlich so fertig? Ich habe eigentlich ja doch echt lange geschlafen. Auch das kann ich dir nicht beantworten. Ah. Aber ich glaube, du solltest vielleicht mal rausgehen und mit Sam und so, die müsste eigentlich noch da sein. Vielleicht verwischst du Bruce auch noch. Der hat irgendwie was von Adam erzählt, wenn ich das. Von Adam? Also mein Sire Adam. Ja, der scheint hier irgendwas zu planen in der Stadt gegen die Kamarilla. Wäre auch zu einfach gewesen.
Und Bruce findet das eigentlich ganz in Ordnung, was er macht. Man sieht halt, dass Angela doch sehr die Stirn runzelt, weil ihrer Meinung nach Bruce überhaupt gar nicht zu Adams Ideologie so passt. Also, ja. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich hoffe, er lässt sich da nicht zu sehr beschwatzen. Adam kann das ziemlich gut. Aber ja, du hast recht, ich sollte die anderen finden. Ich habe ja offensichtlich einiges verpasst in der letzten Zeit. Mhm. Ja. Vielleicht erwischst du noch einen oder anderen. Also Isaiah und John sind, glaube ich, zu ihrem Primogen gefahren. Aber Sam müsste noch unten sein. Und Bruce, glaube ich, auch. Okay, danke. Bei dir ist alles in Ordnung? Prächtig. Okay, alles klar. Also man sieht, dass Angela so ein kleines bisschen skeptisch ist. Dann kannst du ja mal Wits und Awareness machen. Machen wir mal Wits und Awareness. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, nein, das war das falsche Knöpfchen. 5. 4 Erfolge. Ja, dann entdeckst du, dass das Buch, in dem er da herumblättert, dass die Seiten leer sind. Hat der schon darin geblättert, als ich reingekommen bin? Ja, der läuft halt auf und ab und blättert in dem Buch. Bist du da sicher? Normalerweise liest man nichts in leeren Büchern. Blickst du nach unten? Stimmt, mach das Buch zu, leg's weg. Wenn es irgendetwas gibt, was ich für dich tun kann, sag Bescheid. Sicher. Gut, ich gehe die anderen suchen. Danke nochmal. Bis später. Und dann gehe ich so ein bisschen kopfschüttelnd runter und wollte dann tatsächlich gucken, ob ich irgendwie Sam oder Bruce eventuell tatsächlich noch finde. Ja, musst du jetzt mal Bruce und Sam entscheiden, ob sie so schnell weg waren oder ob sie noch da sind. Ich wollte es triggern, jawohl. Ich sehe nichts. Es ist ein bisschen zu hell, ja. Aber es ist noch ein Happy Face. Ja, Happy Face. Es ist das Happy Face. Ja. Kann man das so erkennen? Ah, ja, so okay, ist das. Ja. Perfekt. Ja, wahrscheinlich hätte dann irgendwie, weiß nicht, hatte überlegt, sich vielleicht ein Taxi zu nehmen oder so ausnahmsweise und hat Ronan eben das erste überlassen, so, und dann ist er jetzt schon weg. Ronan hat doch sein eigenes Auto. Psst, ist auch okay. Dann war das nächste Mal. Das heißt, Taxi getan. Ja, genau. Als Uber. Das ist einfacher zu tun. Ja, dann hört er mich wahrscheinlich schon relativ schnell runtertrappeln. Und wenn ich euch dann sehe oder vielleicht höre, weil ihr noch was am Reden seid, noch direkt, Sam, Bruce? Oh. Ja. Auch wach geworden? Ja, das war sehr selten. Ich fühle mich auch super komisch, um ehrlich zu sein. Ich war den ganzen Tag wach. Wie fühlt sich das so an? So, als wenn man übermüdet wäre? Okay. Frag einfach nicht. Okay. Das tut mir leid auch, dass ich irgendwie nicht helfen konnte in der Nacht. Ich habe gehört, wir wurden angegriffen. Irgendwer hat hier in die Wände, oder was heißt irgendwer? Donald Nanny hat hier in die Wände gebohrt. Oder eine Baufirma, die er beauftragt hat. Der Kerl, der dich am Stalken war. Genau, der hat nämlich auch dieses Haus gekauft. Ich habe zuerst gedacht, Veronica hat uns ans Messer geliefert, aber Ronan hat herausgefunden, dass er dieses Haus gekauft hat. Wow, okay, der meint's aber echt ernst. Mhm. Und deshalb muss ich jetzt gleich die Schweinerei aufräumen gehen.
Schweinerei. Ja, Schweinerei. Ja, wir konnten die Bauarbeiter ja nicht einfach so weitermachen lassen. Leider haben es zwei nicht geschafft. Aber Bruce, ich war es nicht. Ich schwöre dir bei Gott, ich war es nicht. Wenn ich das einem von euch glauben würde, am ehesten, dann wirst du es auf jeden Fall. Ja, wir haben auch noch einen Überlebenden, den wollte ich in der Nähe von dem Schild beim Highway aussetzen, so dass er schnell gefunden wird und ihm das Gedächtnis löschen. Anders wollte ich lieber nicht den Dicken oder John machen lassen, weil sonst nein, das war, hätten genau wir richtig. Noch eine Leiche mehr am Hals. Ja, genau. Hast du schon eine Idee, wie du das machen willst? Ich vergrabe die beiden in der Wüste. Oder hast du? Nein, wahrscheinlich war's. Wir hatten auch überlegt, das Ganze irgendwie wie ein Unfall aussehen zu lassen, aber irgendwie kam uns da keine richtige Idee und ja. Naja, dass wir sie nicht hier lassen können, ist klar. Das hoffe ich ja wohl. Ich will damit ja auch eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber wenn du das schon in der Wüste machen musst, dann bringe sie wenigstens zum Canyon. Das ist ein paar Meilen östlich von der Straße. Da werden die wahrscheinlich eh nicht gefunden. Ist der ausgeschildert? Der Canyon, nee, ich glaube nicht. Aber das ist eigentlich relativ simpel. Du musst einfach nur den Felsformationen in östliche Richtung folgen. Okay. Im schlimmsten Fall bringe ich dich da gleich noch hin. Das wäre cool. Ja, dann lass uns das gemeinsam machen. Es geht dann wahrscheinlich einfach schneller. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir mit der ganzen Situation weiter umgehen, weil wir müssen uns dann wahrscheinlich schnell einen anderen Unterschlupf suchen, oder nicht? Das haben wir diskutiert und Ronan hat uns angeboten, dass ein Teil von uns bei ihm pennen kann. Isaiah hat die Möglichkeit angeboten. Bruce war auch so nett. Ich kann nur leider John und den Dicken niemandem zumuten. Ja. Das Problem ist, so einfach können wir nicht in anderen Teilen der Stadt übernachten, weil das Ärger für uns geben könnte. Weil das hier ja unser Territorium ist. Unser Plan war jetzt, ich stelle den Truck irgendwo ab, in der Nähe von dieser Firma von den Bauarbeitern, gucke, ob die noch weitere Fahrzeuge haben, dass wir die vielleicht irgendwie unbrauchbar machen können. Und Bruce wollte mal fragen, ob er ist mit dem Menschen-Sheriff hier wohl gut befreundet, ob der vielleicht irgendwas machen kann, dass diese Bauarbeiter nicht gleich morgen wieder bei uns stehen. Oder neue, dass man vielleicht irgendwas, Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, irgendwie sowas, einfach da ein bisschen Unruhe stiften kann in der Firma, dass die nicht gleich am nächsten Tag wieder bei uns stehen. Einfach, dass wir ein bisschen Zeit gewinnen. Und denkt mir mal, das würde bergauf gehen. Ja. Nein. Ich weiß gerade auch gar nicht, ob ich froh sein soll, dass Veronica uns nicht ans Messer geliefert hat. Keine Ahnung. Ja, ich denke schon, dass es, ich weiß nicht, einfacher ist, wenn wir uns nicht die anderen Vampire auf den Hals hetzen. Auch wenn es natürlich schwierig ist, wenn jetzt so eine gesamte Firma uns, also ja. Und wer weiß, was dein Stalker noch macht. Das ist wohl jetzt erstmal nur ein kleiner Familienbetrieb. Okay. Also wenn wir Glück haben, haben die gar nicht mehr so viele Mitarbeiter. Wir wollen einfach nur sicher gehen, dass wir die nächste Nacht oder den nächsten Tag, ach, alte Gewohnheiten, dass wir Ruhe haben. Aber wenn zwei von denen nach dem Auftrag nicht wieder zurückkommen, werden wahrscheinlich schon relativ bald vielleicht auch Polizisten und sowas vor dem Gebäude stehen und nachprüfen. Egal, ob sie die Leichen finden oder nicht. Weil sie wissen ja, wohin die Bauarbeiter unterwegs waren. Und vielleicht haben die sogar Meldung bekommen, dass sie hier angekommen sind.
Naja, aber wenn das Auto verschwunden ist und die verschwunden sind. Trotzdem ist, würde ich jetzt mal behaupten, ist der Arbeitsort das Erste, wo die nachprüfen würden, wenn die verschwinden. Oder etwa nicht. Also ich kenne mich jetzt offensichtlich mit Polizeiarbeit nicht so besonders gut aus. Ich auch nicht, wirklich. Was wir auf alle Fälle machen müssen, gucken, was in diesem Auftragsbuch von Ihnen, ob Sie irgendwie, also ob Sie einen Auftrag dabei hatten, was genau Sie in diesem Gebäude machen sollten. Ja. Was sollen wir wirklich machen? Willst du dann auch den Truck von denen benutzen, um die beiden und den Überlebenden wegzufahren? Ja, oder die beiden liegen eh schon auf der Ladefläche. Tut mir leid, Bruce. Ich weiß nicht, wie ich es schöner beschreiben soll. Nee, ist schon okay. Nur. Ich habe auch keinen Bock darauf, glaub es mir. Kein Bock ist noch die falsche Wortwahl. Aber okay. Ja, komm dann. Dann machen wir das. Wir müssen jetzt hinter uns. Kannst du mal im Handschuhfach gucken, ob du da irgendwas findest wie Auftragspapiere, während wir fahren? Klar. Find ich da was? Muss ich da irgendwas verwürfeln, ob ich das aufkriege? Nee, also es ist, der Wagen ist offen. Ja. Wenn du da im Handschuhfach herumkrawst, dir ein bisschen Zeit lässt, findest du auch so einen zerfledderten Haufen Papiere. Relativ unordentlich. Eventuell auch mal bei den Arbeitern selber gucken, ob die vielleicht Smartphones, Tablets oder sowas mit den Aufträgen oder sowas haben. Ja. Also der Auftrag war wohl, Kameras anzubringen. Wie viele? 10. Okay. Kannst du noch Kameras finden, irgendwie in dem Wagen? Also die sind noch verpackt in den. Ja, behalten wir die einfach mal, ne? Bruce, ganz ehrlich, wenn wir den Typen in die Finger bekommen, dann wird's nicht lustig für ihn. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Ich werde ihn nicht töten, aber es wird ihm wehtun. Ich muss ja immerhin nicht dabei sein. Ist ja alles gut. Ich würde dir eigentlich sagen, warum können wir den nicht irgendwie der Polizei ausliefern, wenn er offensichtlich solche. Wobei, er macht ja nichts Illegales, er hat das Haus gekauft. Genau, er hat das Haus gekauft, er kann da Überwachungskameras installieren, wie er lustig ist. Ja. Aber war das nicht auch der Typ, der deinem Freund angeschossen hat? Hat er nicht irgendeine Shotgun oder so? Aha, ja. Aber es gibt kein Opfer, weil das Opfer mittlerweile geheilt ist. Ach ja, stimmt ja. Ja, ist schlimm. Und die Shotgun wird er wahrscheinlich nicht illegal haben. Immerhin darf ja jeder Waffen tragen, wenn er lustig ist. Ja, das ist richtig. Und das Problem ist, wir wissen nicht, wie viel er weiß. Er könnte uns auch ans Messer liefern, eventuell. Gut, nützt alles nichts hier. Sollten zum Canyon fahren, es ist schon spät. Ja. Ja, schwenken wir mal rüber zu Isaiah in der prunkvollen Hütte von Sabra Ortiz zusammen mit John. Ganz wundervoll. Ja. Uns war etwas zu trinken angeboten worden. Richtig, ja. Nachdem ich kostbare Kristallgläser werden gereicht. Nachdem ich vor 2 Wochen nochmal die Regeln zu dem Blutband durchgelesen habe, habe ich mir überlegt, ja doch, wir trinken gerne was, gar kein Problem. In der V5 ist Trinken aus anderen Gefäßen für Blutsband relativ ungefährlich.
Da muss man für ein Blutsband. Also die Tremere können da irgendwas drehen, so mit Gefäßen, aber normalerweise muss man für ein Blutsband halt direkt aus der Vene trinken. Genau. Was wird denn gereicht zu trinken? Ja, was hätte denn Isaiah gerne? Ich denke, die Sabra hat einen geschulten Blick und wird das wohl erkennen können, was die Vorlieben sind. Der Isaiah hätte gerne Mädchen aus gutem Hause. Mhm. College-Alter. Ja. So ist er halt. Alle gucken guter, mich so an. Guter, 1998er Jahrgang. Der Beste. Ja, die Millennials, die schmecken alle nicht so gut. Genau. Zu viel Avocado im Blut. Schlimm. Ja. Also er nimmt erst vorsichtig an diesem wunderschönen Kristallglas, hält das dann nochmal so hoch, so gegen das Licht und stürzt das dann mit einem Rutsch runter, sodass so noch so ein bisschen Blut entlangläuft aus dem Mundwinkel und sagt, ein bezaubernder Geschmack. Habe ich also den Geschmack richtig getroffen? Ich sehe schon, ich habe es mit jemandem zu tun, der eine außergewöhnliche Gabe für Empathie hat. Das sagt man mir nach, ja. Wie ist Johns? Ich gucke drüber zu John. Trinkt er auch? Oder ist er ja, der trinkt auch. Allerdings nicht so ganz dekadent wie du mit Lest, aber der nippt halt vorsichtig an dem Glas und schaut dann so interessiert so in eure Richtung, weil er wurde ja relativ gut ignoriert von der Sabra. Tja, man muss ja auch mal direkt markieren, wer hier das Sagen hat. Sagen Sie, Herr... Ich darf Isaiah sagen, oder? Bitte. Wir sind Isaiah. Ja unter uns. Ihr Angestellter. Sag erstmal gar nicht. Trinkt der immer so wenig? Ich gucke zu John rüber, mache so eine Augenbrauenbewegung und sage so, drehe mich dann wieder zurück und sage, er verschluckt sich gerade, während er gerade trinkt, als sie das sagt. Ich kenne ihn normalerweise als jemanden mit gutem Appetit. Vielleicht ist das alles ein bisschen außergewöhnlich prunkvoll für den lieben John, der übrigens nicht mein Angestellter ist. Wir sind eine Art Partner im weitesten Sinne. Ich gucke dann so rüber zu John. Könnte man das sagen? Im weitesten Sinne. Partner also. Ich verstehe. Zieht so lächelnd so eine Augenbraue hoch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja. Hashtag cute Republican Gay Boys. gut. Jetzt bin ich wieder auf irgendeiner Liste gelandet. Scheiße. Also er ist, man sieht so einen kleinen Moment, so wie er sehr so das Gesicht entgleitet, so das, und er erhebt dann so einen lahmen Einspruch, so, das war jetzt nicht. Nein, Miss Otis, verstehen Sie mich nicht falsch. Wir kennen uns erst seit ein paar Tagen. Und er fängt an, so rumzublubbern. Man merkt so, mit allem, was er sagt, macht es nur noch schlimmer, weil er versucht, sich rauszureden. Ja, es ist nicht so einfach, auch hochwertige Kleidung für seine. Ich verstehe das. Und also er so, dreht sich dann und so. Hilf mir. Der hat gerade einen ganz finsteren Blick und schaut gerade die Sabra sehr düster an. Das war das Licht, Entschuldigung.
Nein, also er nimmt dann so 2 Momente, um sich zu fangen und sagt dann, nein, Miss Otis, Sie verstehen mich falsch. Wir arbeiten zusammen. Wir sind nicht dergleichen. Ja. Ich verstehe. Ich schaue da ein bisschen enttäuscht. Hey, whatever floats your boat, man. Es floatet nicht meins. Okay. Also ich werde mich auf jeden Fall einmal mit der guten Frau Skillman auseinandersetzen. Es geht gar nicht, dass Mitglieder des großen Clan Ventru noch nicht eingeladen sind. Ich denke, das ist ein dezenter, aber nicht unwichtiger Seitenhieb gegen unseren Clan. Das könnte man absolut so verstehen. Ich hatte bisher nur einmal das Unglück, Miss Skillman zu sehen. Und ich muss zugeben, ich war nicht überzeugt. Als Harpier macht sie ihren Ruf ja ganz gut. Nun ja. Normalerweise. Wie steht's? Nutzen einige ihre Stellung, um über ihre Macht anderen ein Leid zuzufügen. Und dafür kann man ja nicht stehen. Wir haben eine Verantwortung als Herrschende. Ein Leid zuzufügen? Ein Seitenhieb gegen unseren großen. Ah, ja. Nun, ich denke, in diesen Zeiten, wo der wichtigste Platz unserer Gesellschaft unbesetzt ist, vergessen sich einige Menschen. Sicher. Nun ja, wie dem auch sei. Deswegen ist es auch wichtig, dass dieser Platz schnell neu mit einem außerordentlich guten Führungspersönlichkeiten besetzt wird, dass wir diesem dekadenten Treiben ein Ende setzen. Davon bin ich absolut überzeugt. Es muss wieder Zucht und Ordnung in dieser Stadt herrschen. Richtig. Richtig. Ich gucke nochmal zu John rüber. Und, John, hattest du noch irgendwelche Fragen an Miss Otis? Nein. In Ordnung, John. Ich drehe mich wieder zu ihr so ein bisschen, versuche ihn so ein bisschen vor ihr abzuschirmen, damit. Okay, ist ja gut. Er tötet sie gerade mit 1000 Blicken. Ich muss noch mal ganz kurz fragen, weil ich ein bisschen mit der Timeline auseinanderkomme. Mhm. Ich hatte noch nicht mitbekommen, wer das war, der beziehungsweise das Elysium oder das, nein. Haven. Das ja. Den Haven angebohrt hat. Das habe ich nicht mitbekommen, oder? Ja. Ich meine doch. Wir waren da. Oh, nee, hatte Ronan das später mitgekriegt, ne? Wir haben erst angefangen darüber zu reden, als ihr weg wart. Genau, wir waren nämlich schon weg und ihr habt quasi gesagt, ihr findet es raus. Okay, gut. Also, weil sonst hätte ich noch mal keine Ahnung fragen können nach dem Typen oder so. Aber habe ich, glaube ich, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Also falls nicht in der nächsten Nacht spätestens eine Einladung bei euch eintreffen sollte, kontaktiert mich doch bitte über die Adresse, die ich euch habe zukommen lassen. Äußerst gern. Eine Frage hätte ich noch. Ich werde zu gegebener Zeit jemanden brauchen, der mir zur Hand geht. Jemanden, der auch tagsüber umherwandern kann. Vielleicht gibt es hier einen Club oder eine Lokalität, wo man potenzielle fähige Menschen kennenlernen könnte. Eine
Universität oder eine Studentenverbindung und sowas in der Art. Leider besitzt dieser Ort keine Universität oder so etwas, aber ich werde mich mal umhören und Ihnen ein paar geeignete Dossiers zukommen lassen. Das wäre absolut in meinem Sinne. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Sie können dann selbst auswählen aus den Lebensläufen. Hervorragend. Nur das Beste für meine Clansgeschwister. Es ist eine Ehre, zum gleichen Clan zu gehören wie ihr, Sabra. Sie lächeln. Und das ist das erste Mal, dass ich ihren Vornamen benutze. Dann wünsche ich noch eine schöne Nacht. Den Segen der Nacht. Euch ebenso. Und dann stehe ich auf und warte gar nicht darauf, dass John irgendwas macht und gehe quasi einfach vor ihm her und warte, dass er hinterher dackelt. Ja, der ist auch sofort aufgesprungen. Wenn ihr aus dem Haus dann rausgelaufen seid, in der... Was für eine dämliche Schnepfe ist das denn? Also er reagiert erstmal gar nicht, winkt nach dem Taxi und wenn wir im Taxi sind, dann guckt er quasi so zweimal über die Schulter, guckt ganz in John und sagt, oh mein Gott, was für eine Alte. Aber du könntest dich echt ein bisschen besser zusammenreißen. Bitte? Ich soll mich zusammenreißen? Hast du gehört, was die mich genannt hat? Angestellter. Du hast wirklich nicht viel gesagt. Du hättest dich auch mal ein bisschen einbringen können in das Gespräch. Ja, sicher. Soll ich hier jetzt noch in den Arsch kriechen, so wie du das gemacht hast, oder was? John, der Weg an die Spitze ist gepflastert mit Arschlöchern. Und ich meine, muss man durchkriechen. Mein Weg war eigentlich bis jetzt immer, diese Arschlöcher aus dem Weg zu räumen, nicht reinzukriechen. Oh, bitte. Hättest du da gerne eine Show abgezogen? Mit dem Primogen dieser Stadt? Ich meine, gut, vielleicht der einzige Ventro. Vielleicht ist sie unglaublich schwachbrüstig und hat erst so 50 Jahre auf dem Buckel. Willst du das Risiko eingehen? Hm. Dachte ich mir. Irgendwas stimmt nicht mit der Tussi. Ich bin auch noch nicht davon überzeugt, dass sie ein geeigneter Prinz für diese Stadt ist. Ach, erzähl! Das hat mich jetzt echt gewundert! Aber John, überleg mal. Kann der Prinz noch das Amt des Primogen erfüllen? Oder wird dann einer von uns zu diesem Primogen? Was willst du mir damit sagen? Es gibt hier Möglichkeiten, eine Machtbasis zu generieren. Für uns. Unter der als Prinz. Ein Schritt zurück und zwei Schritte vor. Man muss manchmal das Gute auch mit dem Schlechten nehmen. Dass wir Vampire sind, hat nicht nur Vorteile. Sie als Prinz nicht nur Vorteile, aber auch Vorteile. Bevor ich die anderen Kandidaten nicht kenne, würde ich sie garantiert nicht zum Prinzen wählen. Dann doch lieber diese komische Skillman. Auch wenn ich echt keinen Toreador an der Spitze will. Außer Andrew. Andrew könnten wir wählen. Andrew könnten wir wählen. Siehst du, mit Andrew könnte ich mich auch abfinden. Da sind wir ja schon zwei. Ja. Ich denke, Sam wird den auch wählen und Angela, weiß ich nicht, kriegt man auch noch dahin. Sind wir schon mal ich weiß vier. Auf jeden Fall, dass sie nichts für Skillman übrig hat und sie wird Sabra mindestens genauso hassen wie du. Angela. Angela. Oh, davon bin ich überzeugt. Und ich weiß, das würde ich allerdings auch gerne sehen, die beiden zusammen in einem Raum. Ich glaube nicht, dass irgendeiner alleine das... Ach, das... Das können wir machen, wenn wir Sabra absetzen wollen. Jetzt haben wir auch noch das Problem, dass wir mit diesem Dünnblut auch noch klarkommen müssen. Hast du gehört, wie sie mit Dünnblütern geredet hat? Dünnblut? Welches Dünnblut?
Sorry, sorry, Kleine komm. Mit den Der Klüngel weiß nichts von Jelly. Denkst du? Ich bin irritiert. Welches Dünnblut? Ah, oh, ja. Schon gut. Ja, aber naja, Dünnblüter eben. Du kennst ja, meine Sire war nicht gerade positiver oder progressiver eingestellt gegenüber diesem Thema. Ich persönlich bin da eher ein Kosten-Nutzen-Kalkulator. Wieso, kennst du Dünnblüter in dieser Stadt? Nein. Ja, okay. Glaube ich ihm das? Ich glaube es ihm nicht. I roll to disbelief. Warte mal, ich muss mal eben kurz. Ich denke, er sieht gerade seine Felle davon schwimmen. Moment. Wo habe ich denn ein Dokument leider noch nicht aufgemacht? Ich kenne das Gefühl. Da. Ja. Gerade mal schauen, hast du auswendig oder einer von euch auswendig schnell gerade den Wurf fürs Gedächtnis löschen? Kann ich dir sofort geben. Dauert nur eine Sekunde, weil ich ganz genau weiß, wo der steht. Dann muss ich den nicht aussuchen, das wäre sehr nett. Dann machen wir nämlich gleich einen Opposing Roll, weil Cloud ich denke... Cloud Memory ist Charisma und Dominate gegen Wits und Resolve. Jetzt hätte ich es auch. Okay, dann versuche ich mal mein Bestes. Erstmal einen Rouse-Test, damit er seinen... mit den extra Würfel kriegt. So, wird hungriger. Und dann guckt er dich an und sagt, vergiss! Hoi, da, jo, okay. Eins, zwei, wie viele drei, Würfel denn? Vier. Mein Lecco mio. Moment, eins, zwei, drei, vier. Doch, vier Stück. Ja. Ich muss Intelligenz plus, Witz plus Resolve würfeln, ja? Okay. Nicht so viel und nicht so viel, okay. Wie viele Erfolge hattest du? Vier? Vier. Uff. Ich würde gerne einen Rouse-Check machen. Mhm. Geht das? Ja, ja, klar. Okay. Cool. Dann darf ich 6W10 über 6. Zack, boom. Wären da 1, 2. Kannst. Wie viel Hunger hattest du gerade? Ich habe, ich glaube, einen Hunger. Ja, du hast halt gerade was getrunken, das heißt, du kannst drei neu würfeln mit Willpower. Zwei aus drei könnte funktionieren. Roll, ja, ich mache Willpower. Mhm. Drei kann ich neu würfeln, ne? Ja. Yes! Perfekt. Ja. Ja, also okay. Du weißt ganz genau, was er gemacht hat, muss mal gucken, irgendwie... Wie reagierst du drauf? Auf Isaiahs Gesicht deutet sich so ein überrascht und dann so ein... Wir alle wissen, John ist ja nicht besonders gut drin in Gedächtnis. merkt John, dass er das verkackt hat? Oder kann ich... Das kommt jetzt drauf an, wie du reagierst. Gesichtswürfel, ich habe ja jetzt auch einen. Sadness. Ich interpretiere das mal frei so. Also er wirkt erst überrascht, dann irritiert und während seine Augen so langsam so auf dieses halb geöffnete, ich vergesse gerade alles gehen,
wehrt sich das Tier und wird so ein. Und. Okay. Mit genauso einem. Geht als er das Mund auf, die Fänge werden länger. Und als er. guckt John tief in die Augen und sagt: Das hast du zum letzten Mal gemacht. Und ich möchte gerne Mesmerize benutzen. Okay. Und damit kann ich ihm einen komplexen Befehl geben. Mhm. Solange er mir in die Augen guckt, dann muss er diesen Befehl so gut wie möglich befolgen. Manchu War. Manchu War, genau. Und kann ich auch wieder dafür einen Rouse-Check machen? Ja, oder? Ja. Okay. Hier ist mein Rouse-Check. Keinen, ja. Und hier ist mein Manipulationswurf. Manipulation plus 7 sind 8. 8, 10, über. Hallo. Das war der Wurf gerade noch mal kurz. Was denn? Der Wurf eben noch, Sim. Dagegen ist Wits und Resolve. Ja. Oder eben der Wurf war noch auf. Der von Cloud Memory, meinst du? Ja. Das war. Schreibe ich mir das nämlich mal auf hier. Charisma und Dominate gegen Wits und Resolve. Genau. Und ich habe gerade Manipulation plus Dominate gegen Intelligence plus Resolve gewürfelt. Intelligence plus Resolve, okay. Und ich habe zwei Erfolge. Aber ich habe einen kritischen Erfolg, glaube ich. Ja, ne? Ja, du hast vier Erfolge. Vier. Vier Stück, ja. Ich role auch, also John rollt auch nochmal für den Rouse. Yep. Ich habe noch eine Frage. Ist das schlecht, dass da zwei Einser bei meinem Wurf dabei sind? Nee. Das ist nur, eine Eins ist nur dann schlecht, wenn du die komplett verkackst, die Probe. Ah, okay. Alles klar. Moment, das war es jetzt nochmal. Jetzt will ich ihn schon wieder raus. Moment. Es war Intelligenz und. Nee, Resolve und. Resolve und Intelligence. Intelligence. Und Fortitude kam ja drauf, ne? Wenn man Fortitude das kommt drauf, wenn man es hat. Ja, dann sind es. 6 mit Rouse 7, mit Fortitude 10. Uff. Uff. Das sind Zahlen und ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das sind mehr als meine. Fortitude, Leute, bitte. Fortitude ist ganz okay. Ich sollte das auch mal holen. Ja. Ne, Bruce? Ja, gerne. Und Isaiah guckt ihm trotzdem tief in die Augen und spricht mit einer monotonen Stimme und sagt: Was willst du, dass ich vergesse? Okay. Keine Spielchen, okay? Keine Spielchen. Und also er lehnt sich wieder zurück und guckt John so an. Ich weiß von der Kleinen. Es gibt viele Kleine. Welche meinst du? Ich habe doch gesagt, keine Spielchen. Ich weiß von Jelly. Mhm. Ja, du weißt von Jelly. Was willst du mir damit sagen? Ja. Ich war unvorsichtig. Hätte ich dir nicht sagen sollen, dass ich darüber Bescheid weiß. Deswegen wäre es mir lieber, du wüsstest es nicht, dass ich es weiß, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, dass das unangenehm ist für dich, aber ganz ehrlich, ich würde gerne wissen, warum. Es ist einfach, weil sie ein Dünnblut ist und du sie nicht umgebracht hast, herzlichen Glückwunsch, sie sitzt im gleichen Boot. Hast du mal mit ihr rumgemacht und ihrem Freund darf es nicht mitbekommen? Nicht mein Typ.
Dachte ich mir. Karten auf den Tisch schon. Was ist los? Und ich denke, halte die Kleine für eine Trumpfkarte. Und Trumpfkarten einfach so rauszuspielen, ist ein bisschen unsinnig. Ich bin absolut d'accord mit dir, dass sie eine Trumpfkarte ist. Und ich meine, was meinst du, warum wir nicht viel von ihr erzählt haben? Eben. Und wenn ich weiß, dass ihr was wisst, was ich nicht wissen soll, und ich das aber trotzdem weiß, ist das auch ein reiner Trumpf, den ich gern behalten hätte. Schade. Schade für dich. Ja. Und schade, dass du der Meinung bist, dass das die richtige Methode ist. Weißt du, John, ich hatte einen kleinen Moment lang das Gefühl, wir hätten noch richtig gute Freunde werden können. Das ist vorbei. Ich habe keine Freunde. Nicht mal Andrew und den Dicken, Sam oder Angela. Sam? Ernsthaft? Wie blind bist du? Ich weiß, dass Sam dich aufs Blut hasst. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das gegenseitig ist. Vielleicht bist du ja verzweifelt in sie Sein. verliebt und so traurig, dass Andrew sie hat. Oh ja, Moment. Oh, da kam der Finger in die Wunde. Die hast du getroffen, ja. was war das? Menschlichkeit zu einem Drittel und was noch? Du hast das letzte Mal nachgefragt, ne? Ich hab's mir natürlich nicht aufgeschrieben. Warte, wo ist das? Das ist das Problem, wenn man Willpower und so. ein Drittel Menschlichkeit abgerundet. Willpower war es, ja. Was würden wir ohne unsere Regelmeisterin machen? Ja, nichts, ich weiß das schon. Wir spielen das ja alles so als narratives, ohne Regelspiel. Und sie hält uns so bei der Stange. Es steht alles im Cheat Sheet. Ja, ich habe das wieder verbaselt. Müsste es nur aufmachen, ja. So, jetzt muss ich nochmal nachgucken hier. Willpower, ein Drittel Humanität abgerundet. Ach du Schande. Ist nicht so viel, ja. Willpower. Ich sehe auf einmal so als erstes Oh, letzte er kann sich beherrschen. Momente. Schaut dich aber ebenso, wie du ihm eben die Zähne gezeigt hast, zeigt er dir jetzt auch seine Zähne. Also er hört sofort auf zu reden, guckt John an, zieht eine Augenbraue hoch und sagt, na gut. Und dreht sich dann von ihm weg und guckt quasi so halb links vorne aus dem Fenster. Ihr fahrt Taxi, ne? Wir fahren Taxi, das ist korrekt. Also ihr fahrt noch irgendwie 3, 4 Häuserblocks weiter, dann tippt er dem Fahrer auf die Schulter und sagt, anhalten bitte. Ja. Ich muss kurz schauen, dass ich da jetzt keinen Stuss erzähle. Drehe mich dann zu John und gucke dann so Richtung Taxifahrer und sage, würdest du bitte? Und dann gebe ich John $40. So als hätte ich ihn gerade gefragt, dass er ihn bezahlen soll, aber ich denke, der versteht den Wink. Hoffe, er versteht den Wink. Er beugt sich nach vorn, schlägt seine Zähne in den Hals des Taxifahrers. Gott damit. Das war nicht das, was ich wollte. Also er guckt da so runter, guckt die Straße runter. Ist da jemand? Mitten in der Nacht. Sehe ich, ob der den austrinkt oder ob der nur trinkt. Er trinkt ihn nicht aus, und dann guckt er hoch, guckt dich an, Ja. so mit einem auch was.
Als er nickt, so, ja, auch was, bitte, danke. Und dann bricht er ihm das Genick. Ja. Pech gehabt. Ich hätte die Klappe halten sollen. Nicht nach der Szene, mein Freund. Was mache ich noch mit dir? Er steigt was aus und geht. Also er guckt nochmal runter zu dem Taxifahrer. Guckt John hinterher und hat noch die Handschuhe an und streicht dem so übers Gesicht, dass die Augen sich schließen und sagt, es tut mir leid. Und dann geht er. Mhm. Rest des Weges zu Fuß. Ja. Ja, das that escalated quickly. Holy moly. Ah, also ich glaube, mein ursprünglicher Plan aus der ersten Folge wird definitiv durchgezogen. John Diablerieren. Läuft. Ja. Ja, wie sieht's bei den anderen aus? Was ist da der Plan? Wir fahren zu dem Canyon. Und kommen wir da, ich würde gern die Route so fahren, dass wir zuerst den Überlebenden abladen können. Mhm. Wo wollt ihr denn jetzt abladen? Wir hatten gesagt, bei dem einen Schild am Highway. Mhm. Ronan hat uns da eine Stelle genannt, wo schon regelmäßig jemand vorbeikommt, dass er gefunden wird. Ja. Genau. Haben vorher vielleicht noch irgendwie ein Bier oder eine Bude Schnaps besorgt, die immer ihm mit dazu packen und dann würde ich ihm gerne das Gedächtnis löschen. Mhm. Er hat mir, glaube ich, gesagt, gegen Menschen braucht man da. Ja, gegen Menschen brauchst du nicht, genau. No role is required. Ja, genau. Läuft. Und dann fahren wir zu dem Canyon und entsorgen die zwei Säcke. Mhm. Ja, das ist halt wirklich eine Gegend, wo ihr auf jeden Fall noch nicht gewesen seid. Das ist halt wirklich sehr weit raus in der Wüste irgendwo. Deswegen, ihr werdet auch, also generell die drei werden dann auch nicht auf irgendwelchen, ich sag mal, offiziellen Trampelfahren oder sowas laufen, die gibt es da wirklich nicht. Und ja, wahrscheinlich würde halt Bruce die ganze Zeit eher wirklich still sein, außer irgendjemand von dem quatscht euch jetzt an. Mal halt irgendwann so nach ja, wirklich 20 Minuten, eine halbe Stunde wirklich einfach in die Wüste laufen. Und man kann auch wahrscheinlich den Truck gar nicht mehr so richtig sehen. In unserem, so, den Abhang darunter. Da ist der Canyon. Bitte. Ja, dann machen wir das doch. Bruce geht so ein bisschen außerhalb und dreht sich da weg. Ja, ich kann es ihm nicht verdenken. Angela steht da auch so mit verschränkten Armen, so ein bisschen angewidert, mehr oder weniger. Ja, komm. Ich mach das schon. Die das getan haben, gehören ja eigentlich zu mir. Und es ist meine Schuld. Ich helfe schon, mit das da also hinzutragen und runterzuwerfen, aber ich sehe eindeutig nicht glücklich da. Also na, offensichtlich. Bruce setzt sich dann so in den Wüstensand und wartet also, so Schneidersitz. Und er greift mit der Hand immer so den Sand rein und lässt ihn dann so runterrieseln. Schaut sich so ein bisschen um. Ja. Dann lasst uns wieder fahren. Ja. Und dann auf dem Rückweg, wenn wir den wahrscheinlich erstmal ein wenig bedrückte Stille herrscht. Also, ich habe gehört, dass du mit Adam geredet hast. So ein bisschen so hochmäßig so. Ja.
Der war gestern Nacht einfach bei mir in der Wohnung. Anna hat ihn reingeholt. Sie kennt ihn? Kennen nicht. Sie hat ihn beobachtet. Schon wohl ein bisschen länger. Eine Woche oder mehr. Und als sie der Meinung war, dass er wohl keine Gefahr sei, hat sie ihn dann mal, naja, eingeladen. Keine Gefahr ist gut. Ja. Auf jeden Fall. Adam ist gefährlich. Und ja, Andrew hat mir gesagt, dass du mit ihm sympathisierst. Und ich möchte dir nicht vorschreiben, was du tust und was du denkst. Aber ich weiß, wie gut Adam reden kann. Angela, lass ihn erzählen, was genau Adam vorgeschlagen hat. Ich finde die Idee im Prinzip nämlich auch nicht schlecht. Also jetzt erstmal, ich sympathisiere mit dem gar nicht. Ich kann den Typen nicht ab. Sorry. Aber ich bin da eher so wie Sam. Also das, was er sagt, finde ich jetzt, also ich verurteile es nicht so wie alle anderen. Was sagt er denn? Es geht halt darum, dass er noch Leute sucht, die sich gegen die Camarilla hier nicht direkt aufnehmen wollen. Er plant zur nächsten Elysium-Sitzung mit ein paar weiteren Gangrel und Bruja dort aufzumarschieren und vor dem Gremiumrat einen gesonderten Bereich für die Bruja und Gangrel einzufordern. Und natürlich, deshalb finde ich das auch so scheiße, wenn das jetzt nicht sofort funktioniert, auch mit Gewalt. Zumindest er hat es nicht so gesagt, aber ich gehe mal stark davon aus. Dass das die logische Konsequenz sein wird, ist klar. Ja. Allerdings, es musste auch Andrew irgendwo zugeben, oder die Brucher haben de facto eigentlich einen Platz im Rat, nur ist er gerade nicht besetzt. Das heißt, er könnte diesen Platz eigentlich für sich fordern. Naja, der Clan ist aus der Camarilla ausgetreten. Also offiziell ist halt so eine Sache. Ne? Kann man nehmen, kann man nicht nehmen. Also das ist der Stand der Dinge. Ja, aber wir hatten ja auch schon drüber diskutiert, dass das eine politische Entscheidung von den Oberen waren und wahrscheinlich nicht jeder vom Clan dahinter stand. Oder von den beiden Clans. Und was die Sache angeht, die Andrew meinte, ich sympathisiere mit ihm nicht, aber ich meine, du weißt ja, ich lebe ja quasi als Illegaler. Und es wäre schon ganz gut zu wissen, dass ich hier nicht wie ein Stück Wild oder so aus dem Wald, wenn man darauf achten muss, irgendwie nicht gesehen zu werden und so. Und halt, ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht, würde ich, dass wir einen Bereich kriegen. Weil wir sind ja sowieso alle gefangen. So. Und bevor die anderen Bua und Gangrel, die er meint zu haben oder zu kennen, wie alle auch daran glauben, ich weiß es auch nicht. Ich wollte das halt mit euch bereden. Vor allem halt mit dir. Aber du warst ja ein Nickerchen machen. Den Seitenhieb hättest du jetzt sparen können. Ich bin, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, die Letzte, die was dagegen sagt, gegen die Camarilla hier zu arbeiten, weil das einfach nur ein Scheißhaufen ist. Ja, ich glaube, da sind wir uns tatsächlich einig. Aber erstens, bei Adam ist Gewalt nie die letzte Lösung. Wenn es eine Sache gibt, die ich von ihm gelernt habe, dann ist es, dass Chaos Spaß macht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich plötzlich einfach so ändert, nur einfach so hier. Ich weiß es nicht. Und zweitens, generell vertraue ich ihm einfach nicht mehr. Deswegen habe ich für mich einfach Probleme, mich ihm irgendwie nochmal anzuschließen.
Das verstehe ich und da bin ich auch absolut einer Meinung. Problem ist halt, dass er natürlich, es war abzusehen, dass Anna halt Feuer und Flamme dafür ist. Ich meine, ja, sie hasst kann man auch Camarilla irgendwie noch mehr. Man kann es verstehen. Ja. So richtig geordnete Verhältnisse herrschen in dieser Stadt ja gerade nicht. Nee. Es wäre eben irgendwie interessant zu wissen, wie viele Leute er genau hat und wie viele Vampire in dieser Stadt dagegen stehen. Ich bin sowieso interessiert, wie die alle unter der Nase der Camarilla hier leben können. Ich meine, offensichtlich finden sie dich und Anna ja auch nicht, aber... Oh, die arbeiten teilweise als Minijobber, habe ich gesehen auf der Pyre. Wenn das die waren, die ich meine. Ihr wart auch hinten im hinteren Bereich bei der Wahlparty. Nein. Da war eine Band. Haben aufgebaut gerade und ich bin mir ziemlich sicher, die waren alle okay. Vampire. Aber das werden ja dann wahrscheinlich die anderen auch gewusst haben, die anderen Vampire, die da waren, oder nicht? Naja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass diese Vampire hier in der Stadt ziemlich in ihrer Blase leben und ziemlich arrogant sind, weil seit wir in diesem Gebäude wohnen, haben wir keinerlei Kontakt mehr zu ihnen gehabt. Außer wir beide mit Ronan. Aber sonst, wir haben keine Einladung bekommen ins Elysium. Es kam nie jemand vorbei. Ich meine, sie haben uns hier so das letzte Drecksloch irgendwie gegeben. Und ja, es wirkt so, als hätten sie uns hier geparkt. Und sind so in ihr politisches Ränkespiel und keine Ahnung, was verstrickt, um über ihren Tellerrand hinausblicken zu können. Vielleicht sind sie einfach zu blind, um zu sehen, dass noch andere in der Stadt sind. Aber uns haben sie direkt gefunden. Naja, mich zum Beispiel schon gar nicht. Naja, wir sind auch auf eine große Party marschiert. Ich meine. Mhm. Und waren da vielleicht auch nicht so ganz unauffällig. Nein. Auf jeden Fall nicht. Ich finde das trotzdem alles sehr, sehr komisch. Ich meine, was ist hier nicht komisch in dieser Stadt? Das ist auch mein Problem damit. Es könnte vielleicht eine Alternative sein. Isaiah hat es ja für nötig gehalten, mich darauf hinzuweisen, dass ich nicht mehr in Tagen oder Wochen denken darf, sondern eher in Jahren und Jahrzehnten. Aber ich weiß nicht, wie viele Vampire verschwinden in diesem Zeitraum noch? Und wie oft wird bei euch in den Zeitraum noch ein Loch in die Wand gebohrt? Und ich meine, die zweite Inquisition kann hier offen in der Stadt rumspazieren. Stimmt, wir haben sie selber gesehen. Überhaupt gar nicht mit, was die Camarilla hier macht, ne? Ja. Keine Ahnung, ob die irgendetwas tun, weil ist es denn nicht eigentlich auch Sinn und Zweck der Camarilla für Schutz zu sorgen? Sie feiern hübsche, bunte Partys. Offensichtlich hier auf jeden Fall nicht. Ja. Und von daher frage ich mich ernsthaft, ob diese Stadt nicht vielleicht ein bisschen Chaos und Revolution vertragen kann. Ich meine, die leben hier in ihrer Blase. Ja, sie kommen nicht raus. Die Menschen sind wie Schafe und stellen nicht mal Fragen, warum die Stadt überhaupt keinen Namen hat. Das ist was, wo Ronan auch mal noch Nachforschung anstellen möchte. Ich glaube, wer ist dieser Ronan überhaupt? Stimmt, du kennst ihn noch gar nicht. Nee. Großer Typ, Tattoos, langer Mantel, Hut. Ich glaube, der ist Geheimdetektiv oder so. Gut, wenn er Detektiv ist, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, also logisch, dass ich ihn bisher noch nicht gesehen habe. Aber wobei, langer Mantel, Tattoo, würde schon auffallen, Hut. Vielleicht muss ich meine Augen aufhalten. Und der ist einer von uns, ja? Ja. Yeah. Ja. Und er kennt Jelly. Also er ist zumindest ein netter Kerl. Er wirkt zumindest, aber ich mittlerweile... Er ist Jelly. Und das zweite Mal in dieser Runde. Bruce kommt so zu Sam.
Eine Bekannte von Lillian. Eine Mitarbeiterin von Lillian. Und was hat sie mit der ganzen Sache zu tun? Sie kann vielleicht, also wenn wir jemanden brauchen, der bei Tag die Augen offen halten kann, könnten wir über Ronan vielleicht mit ihr, weil Lillian ist ja auch nicht mehr wirklich vertrauenswürdig nach der Geschichte mit Adam. Aber was hat Lillian denn generell? Ich verstehe den ganzen Zusammenhang gerade einfach gar nicht. Also ja, Augen offen haben tagsüber, aber weiß diese Jelly denn dann von uns oder ist das? Isaiah war ein bisschen unvorsichtig. Ja, sie weiß von uns. Und sie hat doch niemandem Bescheid gesagt. Nein. Und ihr seid euch sicher, dass es auch nicht passieren wird? Absolut. Ist sie ein Ghoul? Sie wohnt bei der ehemaligen Vermieterin von Bruce. Das nimmt ja inzestuöse... Boah, bitte sie versorgt die Oma mit Stoff. Bitte sag das nicht in dem Zusammenhang. Sorry. Sie wohnt bei der alten Lady. Genau. Und arbeitet für Lillian. Und ist befreundet mit dem geheimen Detektiven, Ermittler, wie auch immer, mit dem ihr befreundet seid und weiß, dass wir Vampire sind und hilft uns trotzdem. Ja, sie war diejenige, die beobachtet hat, dass Adam dem Bürgermeister, dem Gegenkandidaten Blut gegeben hat. Okay. Verdächtig. Aber, also, okay, um zurück zu Adam und seiner Gruppe zu gehen. Ich meine, ich hab ja das Gefühl, dass unser ganzer Klüngel plus die anderen neun, hier unser ganzer Kreis, ja sowieso nicht vorhat, sich der Camarilla, wie sie momentan ist, unterzuwerfen. Dementsprechend sind wir eigentlich schon unsere eigene kleine Widerstandsbewegung. Auch ohne Adam. Ist das so? Sehe ich jetzt einfach so. Also. Ja, irgendwie schon, aber wir könnten unsere Zahl eben wahrscheinlich mehr als verdoppeln mit den Leuten von Adam. Wir könnten auch das Chaos, das die vielleicht anstiften, nutzen, um es selber für uns, dass wir besser dastehen. Ich bin nicht so ein Ausnutzen-Typ. Wenn du dich denen anschließt, ist es auch nicht besser, oder? Ich treffe mich mit denen. Ich habe also anschließend, nee. Nein, aber ich rede jetzt auch generell. Ich sage jetzt nicht, dass du es jetzt tust, aber ich sage, wenn du dich denen anschließt und mit denen kämpfst, ist das dann schlechter, als wenn du es nicht tust und am Ende aus dem Schutt, was auch immer die hinterlassen, was Besseres machst? Du schaust so ein bisschen drüber, so, zuckt so mit den Schultern. Weißt du auch nicht, das überfordert mich alles. Das Schlimmste ist eigentlich nicht, was ich mache, sondern das Schlimmste ist, was Anna macht. Darüber mache ich mir viel mehr Sorgen. Ja, und du hängst eben sehr eng mit Anna zusammen. Ja, gut. Mhm. Und ich fürchte, wenn du daran denkst, was Derona das letzte Mal über die besondere Verbindung zwischen Erzeuger und Kind erzählt hat, dass du eventuell nicht mal dann dich wirklich dagegen wehren kannst, wenn sie sich Adam anschließen wird und dich mitnehmen möchte. Nicht so sehr bedächtig. Ja. Wenn das so ist, dann ist ja sehr interessant, dass Adam scheinbar keine Anstalten macht, mich dazu zu holen.
Es ist eine spannende Frage, warum? Er meinte zu Vielleicht mir, ist es ihm peinlich. Er wollte auf dich zukommen. Kann darauf verzichten. Habe ich ihm auch gesagt. Das hat er auch gesagt, ja. Ja. Na, schauen wir mal, wenn er wirklich kommt, kann ich mir selber anhören, was er zu sagen hat. Ja. Ich finde halt, also, wenn ich mir angehört habe, wie Isaiah Bruce während diesem Gespräch bezeichnet und beleidigt hat, wenn das das generelle Denken der Camarilla ist, möchte ich mit denen nichts zu tun haben. Davon gehe ich mal ganz schwer aus, aber ich möchte nicht vorzeitig urteilen. Aber gerade bei Isaiah gehe ich stark davon aus. Ich, nach dem, was du von Adam erzählt hast, traue ich ihm auch nicht hundertprozentig. Aber ich würde gerne mehr wissen, was genau er im Sinn hat. Um genau. Schön, es traut irgendwie niemandem. Das ist gut. Spielt man nicht so Vampire? Deshalb wollte ich mich auch mit ihm treffen. Einfach nur, um halt mehr zu erfahren. Ja, gut. Ich werde dich davon abhalten. Wie gesagt, ich bin kein Benchu, der anderen seinen Willen aufzwängt. Das ist schon mal ziemlich gut. Anderes Gespräch. Das mit dem Polizeichef. Soll ich das heute Nacht noch regeln, oder? Wäre gut. Ja. Weil ich glaube, noch mal einen Tag ohne Schlaf, ich möchte es nicht riskieren. Dann stirbt vielleicht wirklich jemand. Also noch mehr. Noch mehr. Und das Ding ist, ich möchte auch nicht unbedingt den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, dass gerade heute eigentlich der gefährlichste Tag ist. Also, ja, der nächste Tag, der gefährlichste Tag sein wird, weil wenn jemand sucht, dann wahrscheinlich morgen. Das heißt, auch wenn es hieß, wir sollen eigentlich nicht woanders übertagen, wenn, dann müssten wir es eigentlich heute irgendwie hinkriegen. Eine andere Schlafstätte zu suchen. Wir finden nur niemanden, der John und den Dicken freiwillig zu sich nehmen möchte. Glaube ich. Da hat er recht. Meinte nicht, dass die bei Isaiah unterkommen könnten? Hell fucking no! Gott. Könnten wir ja probieren. Wir können fragen. Aber ich weiß nicht, ob sich John von dir lösen wird. Dann komme ich halt notfalls mit. Mir egal. Ich rufe mal Donald an. Ich würde dann halt so ein paar Schritte halt nebenbei gehen. Und dann, ja genau, ich suche erstmal nach Netz. Und falls ich es dann hoffentlich nach 5 Minuten oder so gefunden habe, Das ist die USA, es ist nicht Deutschland. Also es könnte sein, dass es da Netz gibt in der Wüste. Wahrscheinlich sogar besser als hier. Aber Feramin kennt sich aus, sie sagt nein. In der texanischen Wüste, nope. Ja. Und dann würde Bruce mal seinen guten Kumpel Donald anrufen. Ronald, nicht Donald. Ronald, ja. Mhm. Ronald McDonald. Nicht ganz. Ja. Sheriff Office. Ronald? Ja, sure. Wer ist denn da? Ich wohne jetzt seit 4 Jahren hier und du kennst meine Stimme immer noch nicht.
Moment, die Verbindung ist so schlecht. Wer ist da? Bruce! Brüllo in den Hörer. Es ist abgehackt. Können Sie vielleicht langsamer reden? Irgendein Notfall? Hallo? Ich mach einfach aus. Scheiß Wüste, Mann. Dann gleich bei der Autofahrt. Ja, oder ich werde auch wahrscheinlich irgendwie seine Nummer haben oder so. Dann schreibe ich eben einmal so ganz kurz so, nee, ich war das, dann gib mir einen Moment. Netz ist gerade kacke. So. Komm zurück. Okay. Irgendwas Schlimmes? Ja, ich mach so ein... Erzähl ich dir gleich. So. Ja, und dann... Fahren wir weiter Richtung Stadt. Na. Wir müssen ja auch noch das Auto irgendwo deponieren. Gut. Ja, als wenn ihr dann zurück nach Hause kommt, ist wahrscheinlich Isaiah auch schon da, oder wo wollte Isaiah hin? Ist gemutet, wenn du was sagst. Geht John dahin zurück, in den Unterschlupf, in den Haven? Nee. Nicht. Komplett andere Richtung. Ich würde dem gerne ein paar Schritte hinterhergehen. Ich würde gerne versuchen, den ein bisschen zu beschatten. Okay, dann mach doch mal hier Stealth und Wits. Sehr gut. Das oder ist Geschicklichkeit. Genau, das ist genau mein Stil. Da bin ich mega gut drin. Ja, das denke ich mir. Ganze 3. Ja. Gucken wir mal. Ne? Roll. Zack. Ah ja, aber ich meine, sind 3 Erfolge, ne? Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Sorry. Moment. Ist gerade mal was. Korrigieren hier. So. So, 3 Erfolge oder was? Ja, 3 Erfolge. Tatsache, okay. Lucky Boy. Ja, schaue ich mal, ob er auch so lucky ist. Nö. Ha. Gut, dann würde ich den gerne ein bisschen. Ja, also er versucht sich irgendwie abzusetzen. Läuft irgendwie schneller ein paar Ecken und so und du folgst ihm unauffällig. Er bleibt an der Telefonzelle stehen. Und ruft jemanden an. Okay, ich Telefonzelle, ruft jemanden an. Also es ist mitten in der Nacht, ne? Außer uns ist quasi keiner da, ne? Kann ich nah genug rankommen, um den zu belauschen? Oder ist das eher unwahrscheinlich? Ja, ich versuche einfach mal ein bisschen näher ranzuschleichen. Zumindest ein paar Gesprächsfetzen ablauschen. Das ist einer. Ich verbleibe geduckt. Ich verbleibe geduckt und schaue, was er macht, ob er irgendwie kommt oder. Ja, der läuft jetzt in deine Richtung.
Als wäre hier unsere Privatchat mega gemobbt, ey. Junge, Junge. ja. Also er bewegt sich so und kaum und tut so, als würde er in das Auto reingucken und bellt so aus dem Augenwinkel John im Auge und. Ja, der kommt gezielt auf dich zu. Okay. Na dann. Als John so 10 Meter Abstand hat, richtet er sich ganz auf und winkt ihm so lahm so mit einer Hand zu, so hey, hey. Na, so Läuft spät weiter nach auf dich draußen? zu. Läuft weiter auf mich zu. Als ja, wie sieht er aus? Sieht er irgendwie so aus, als würde er mich jetzt hauen? Sauer. Ah, okay, na dann. Tja. Es sieht so aus, als wenn wie jemand aussieht, der genau weiß, dass er beschattet worden ist. Ah, okay. Scheiße. Lass mich ganz kurz auf mein schönes Charakterblatt und meine tollen Fähigkeiten gucken und schauen, was ich damit jetzt mal so anfange. Ja, ich denke, das muss es sein. Ich werde eine Dominate Power benutzen, wenn er nah genug dran ist, dass ich ihm in die Augen gucken kann. Und zwar werde ich The Forgetful Mind benutzen. Dafür muss ich ihm in die Augen schauen und ich brauche seine volle, ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich vermute stark, dass ich die habe. Das Nette ist, ich kann ganze Ecken von seiner Erinnerung löschen und umschreiben. Ja, mal gucken. It more resembles blindly painting over the old canvas. Also es ist, ich weiß nichts von dem, woran er sich erinnert. Ich muss einfach versuchen und hoffen. Ich würfel dafür Manipulation plus Dominate gegen Intelligence plus Resolve. Intelligence Resolve. Moment. Ja. Plus Und Fortitude wahrscheinlich. ich gehe fest davon aus, dass alles unter Fortitude fällt, was ich hier mit dem machen will. Ich bolster mich mal schon mal. Kannst du ja gleich auch machen. Jo. Ja. So. Roll. 1, 4, 10, 4, 6. Cool, ich kriege einen Hunger. Hunger. Hunger, Hunger. Olé. Und dann würfel ich Mentor Nummer ja. zwei. Gimme. Ach, Crit. Das sind 6 Erfolge. 4, 5, 6, ja. So, lass mal einfach mal stehen. Das Eins, sind. zwei, drei, vier, fünf, sechs Erfolge. Ich kann nicht noch Willpower benutzen, oder? Klar. Okay, ich würde gerne noch Willpower benutzen. Vielleicht kriege ich da noch einen Erfolg raus. Roll 3 W10 immer. Zack. So, das sind nochmal 2 Erfolge mehr. Ich guck noch mal. Das sind drei Erfolge mehr. Und ein Verdammt Crit macht er nochmal. draus. Ich würde gern einmal gewinnen. Hast schon gewonnen gehabt.
Du solltest halt nicht immer versuchen, Leute mit Fortitude zu dominaten. Ja, da hast du wohl recht. Es sollte einfach anfangen, die zu beißen. Ja, das ist richtig. Kopf umdrehen. Ja, genau. Weil ich voll gut bin, so mit Stärke 1, Brawl 0. Du brauchst so einen Dicken. Auf jeden Fall. Ich brauche einen Dicken, das ist richtig, ja. Was das angeht, könnte ich auch helfen. Ja, ja. Ich brauche eine Angela. Oh Gott. Ja, die ist momentan im anderen Team noch ein bisschen so. Da arbeiten wir dran. Oh, aha, Gott. Okay. Also er gibt Vollgas. Da das jetzt nicht funktioniert hat, gibt er Vollgas. Okay. Versucht wegzurennen. Läuft weg. Ja. Und schreit er den noch hinterher. Ja, lauf ruhig! Hase! Ja. Das hat ja zum Glück keiner gesehen, ist ja keiner da. Ja. Ach Gott. Ich muss dringend mit Sam reden. Wo gehst du danach hin? Ich gehe schnurstracks zum Haven. Zum Haven, ja. Also kommt der vielleicht wirklich dann zur gleichen Zeit an. Okay. Ich stehe quasi. Also, wer ist denn da, als ich ankomme? So. Angela, Sam, Bruce. Alle da. Im Hauptraum, wer da in den anderen Räumen ist, musst du halt nachgucken. Es sei denn, Sam hat nach Andrew geguckt. Dann ich hätte nach ihm geschaut, ja. Dann ist er wohl auch da. Ja. Ich gehe zu Sam und ich möchte sie ein bisschen so ich tritt nah an sie ran, tippe ihr so auf den Arm und sage, kann ich dich mal kurz unter vier Augen sprechen? Warum? Willst du mir eine Lektion über Respekt erteilen? Weil ich befürchte, dass John nicht der ist, mit dem er sich ausgibt. Und kein... wohlwollendes Mitglied deines Klones. Echt? Wow, welche Neuigkeit. Erzähl Sachen. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist mir noch überhaupt nicht aufgefallen. Ja, gut. Ich möchte die übrigens belauschen. Also, wir stehen eh noch im Hauptraum. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das kriegst du mitgekriegt, ja. Und ich war nicht leise. Mhm. Ja, deswegen möchte ich halt mitkriegen, was er sagt. Also er guckt sich so Richtung Andrew und wo der Dicke ist. So. Die Dicke siehst du gerade nicht. Mhm. Ja, super. Pass auf, was du im Rahmen unseres Klüngels über einen unserer Mitglieder erzählst. Aber, ach Gott. Ja, dass John mich nicht leiden kann, ich bitte dich, Andrew, das ist ja kein Geheimnis. Das hat er nicht gesagt. Du weißt auch, dass ich John nicht vertraue. Das weiß ich auch. Andrew, und ich drehe mich jetzt um, also er dreht sich um und macht so einen breites Kreuz, stellt sich groß hin und sagt zu Andrew, John löscht dir dein Gedächtnis mit deinem Einvernehmen, richtig? Richtig. Mein Einvernehmen hat er dazu nicht bekommen, mir mein Gedächtnis zu löschen. Auch nicht das Hinrichten beliebiger Leute auf der Straße. Das ist eine seiner Spezialitäten. Wie öffentlich war es? Moment. Ach, eine U-Bahn gibt es hier ja nicht, vergiss die Frage. Das ist eine starke Anschuldigung, hast du dafür Beweise? Guck dir den toten Taxifahrer auf der, ich sag, wo das Taxi stehen geblieben ist, auf der sowieso Straße an. Wirklich. Eine Leiche beweist nicht, dass er involviert war.
Andrew, du weißt, was in der U-Bahn passiert ist. Ja, du weißt, das weiß John, ich. Was das angeht, nicht zimperlich ist. Ja, das weiß Andrew. Ich auch. Aber ich kenne John schon etwas länger als ihr. Andrew, ich schere mich wenig um einen Toten. Ja? Das aber ist bekannt. Ich habe etwas dagegen, wenn man mir meine geistige Hoheit nehmen will. Ich erinnere mich da an so seltsame... Wenn man sich danach wegschleicht, um geheimnisvolle Telefonanrufe zu tätigen, zu irgendjemandem, der nicht zu uns gehört, das halte ich für schwierig, gelinde gesagt. Und dann dreht sie ja sehr nochmal zu Angela und verbeugt sich ihm und sagt, Angela, es tut mir leid, das war ein Fehler. Immerhin weißt du es. Magst du vielleicht von Anfang an erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass John versucht hat, dir das Gedächtnis zu löschen? Weil offensichtlich hatte er ja keinen Erfolg damit. Und ihr wart doch bei eurer Primogen. Was habt ihr dort herausgefunden? Das ist im Moment wenig relevant. Aber nur für den Moment. Aber es ist herausgekommen, dass Andrew etwas weiß, das er nicht wissen sollte. Du meinst John? Ah ja, dass John etwas weiß, was er nicht wissen sollte. Und ihm war wichtig genug, dass ich davon nichts mitbekomme, dass er versucht hat, mich zu beeinflussen und mein Gedächtnis zu löschen. Er hat es natürlich verbockt, aber wollte mir dann auch partout nicht sagen, was Sache ist. Naja, dass er es dir nicht erzählen will, kann ich mir vorstellen. Ganz ehrlich, Isaiah, ich würde dir auch nichts erzählen wollen. Geschenkt, niemand muss mir was erzählen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass jemand, der in eurer Mitte ist und der zu eurem Klüngel gehört, und ich zeige auf die drei Klüngelsmitglieder, die da sind, auch nicht euch alles sagt, was er weiß. Und dass ihr vielleicht eure Karten nah an der Brust halten solltet. Aber weißt du denn, ob wir nicht das wissen, was du nicht wissen sollst, was er nicht wissen sollte, was er aber weiß? Das könnte ich ganz einfach überprüfen. Aber wenn ich das tun würde, würde Bruce mir den Kopf abreißen. Bruce stand sowieso in deiner Richtung und er pumpt so richtig wirklich. Also er hat kein Blut mehr, was er pumpen kann, aber er steht wirklich so starr und hat so die Fäuste geballt und steht halt wirklich in der Ecke und starrt eigentlich einfach nur wild gerade umher, wenn irgendwer redet, so. Versuche das. Es ist halt jetzt alles ein wenig kompliziert. Aber was hat das jetzt damit zu tun, dass er jemanden getötet hat? Das hat gar nichts damit zu tun. Das mit dem Töten war nur seine Kapriziosität, seine Art, sich mir zu zeigen, dass er was drauf hat. Andrew, wenn John aus Spaß tötet, um Isaiah seine Macht zu demonstrieren, dann wird John auch zu einer Gefahr langsam. Auch wenn du das nicht hören magst. Gerade in dieser kleinen Stadt. Einen Moment. Ich streich mir eben kurz mach mal kurz einen Hungerpunkt. Mhm. Gut, wenn Isaiah den nicht beobachtet, sieht man das nicht, aber man sieht halt, wie aus Bruce Fingern so langsam Klauen wachsen und er sich so an der Wand schabt. So. Ja, Andrew tritt so vor und lässt die beiden Frauen so ein bisschen hinter sich, tritt auf Isaiah zu und meint dann, danke, dass du uns diese Sache erzählt hast, Isaiah. Ich denke, wir sollten das in unserer Gemeinschaft klären. Dann lass dir im Sinne der Vollständigkeit noch gesagt sein,
dass du möglicherweise nicht der Einzige bist, der an Sam interessiert ist. Und dass John vielleicht etwas mehr löscht, als das, was du ihn löschen lassen möchtest. Und dann geht also ja. Was eine ziemlich interessante Anschuldigung. Ihr merkt, wie Andrew so die Fäuste ballt. Dann schaut er zu Bruce rüber. Aber Bruce, würdest du unsere Wand in Ruhe lassen, bitte? ich ziehe noch so mein Stream zu Ende und dann fahre ich die Klauen wieder so ein. Entschuldigung. War da nicht was, irgendwas mit der Primogenin da? Ist das nicht jetzt doch irgendwie? Es wäre schon interessant gewesen zu wissen. Anscheinend möchte er uns das ja nicht erzählen. Also sagt ihr das noch, während ich quasi auf dem Weg raus bin, oder? Ja. Also er guckt nochmal über die Schulter und sagt, sie organisiert Einladungen für John und mich, bis spätestens morgen. Sie ist eine unerträgliche, vornehme, eitle Aristokratin und die einzige andere Ventrue in der Stadt. Mit Aspirationen auf den Thron des Prinzen. Es wäre also durchaus möglich, dass, wenn sie zum Prinz gewählt wird, John oder ich ihr auf den Platz des Primogenen nachfolgen. Das war das Wesentliche. Ihr könnt euch gerne von John die Details erzählen lassen. Das werden wir. Und dann geht er sehen. Andrew blickt zu Bruce rüber, meint, es tut mir leid, dass du das hier mit anhören musst. Ich weiß, du hast damit ja eigentlich nichts zu tun. Ich glaube, damit wäre die Frage, ob der Dicke und John bei SA übernachten können, auch geklärt. Hört sich so an. Ah, übrigens, also er geht nicht in sein eigenes, in seine eigene Wohnung, sondern der fährt in einen, also der lässt sich von Google 6 Motels angeben und dann zieht er eine Zahl, also dann würfelt er quasi random und fährt in eins von diesen Motels. Mir tut das auch leid. Ich sollte jetzt gehen. Ich wollte dich nicht direkt rausschicken und mit ihm zusammen. Bruce winkt so zu ihm ab, reißt die Tür auf und knallt ihn wieder zu. Armer Kerl. Er hat es nicht verdient. Er wird's noch lernen. Leider auf die harte Tour, wie es ausschaut. So. Und jetzt warten wir auf John. Und auf den Decken, wenn er nicht hier ist. Man weiß es Dann nicht. hätte er sicher schon was gesagt. Wenn es jemand wagt, Stimme gegen irgendwen aus dem Klüngel zu erheben. Das haben wir neulich gesehen. Okay. Ich weiß nicht, was sollte das? Keine Ahnung. Ich glaube, du kennst ihn von uns allen am besten. Ja, in der Tat. Vielleicht steht er nicht mehr so hinter dir, wie er es mal getan hat. Ich will mir eigentlich nicht von Nicaea bevormunden lassen, wie ich über langjährige Freunde zu denken habe. Du musst dich von ihm ja nicht bevormunden lassen, aber du kannst es als eine Warnung sehen. Das Ganze ist ein Spiel, was er treibt. John hat sich schon öfters über deine Anweisung hinweggesetzt.
Ich weiß. Aber er würde nie etwas tun, was dem Klüngel schadet. Bist du dir da sicher? Ganz sicher. Aber es kann halt sein, dass er andere Ansichten über das Wohlergehen des Klüngels hat. Was er im ersten sicher. Moment wir alle nicht haben an, ist. Wir alle haben ja. unsere eigenen Ansichten. Ja. Aber wir sind ein Klüngel und wir passen aufeinander auf. Das haben wir uns, ja. jeder einzelne von uns hat das geschworen, als er beigetreten ist. Einen Schwur kann man noch brechen. Nein, diesen nicht. Wieso nicht? Wie kannst du dir da so sicher sein? Wenn er das machen sollte oder wenn das einer von euch tut. Nein. Einfach nein. Ich bin mir sicher, solltest du etwas genauer erklären. Wenn das der Fall ist, dann wird sich das mit Sicherheit alles klären, wenn er wieder da ist. Bestimmt. Du hast recht, wir kennen gerade nur eine Seite von der ganzen Sache. Diese Gemeinschaft ist das, was uns alle am Leben hält. Wenn wir diese Gemeinschaft nicht haben, haben wir nichts mehr. Es ist mir egal, was mit Camarilla oder sonst irgendwas passiert, aber dieser Klüngel darf nicht zerbrechen. Ich weiß langsam nicht mehr, ob er uns Schutz bietet. Warum? Weil nach Tags die Wände angebohrt werden. Aber da kann er jetzt John ja auch mich nicht, eh nicht leiden kann. Ach, das meinst du, okay. Und ich bin mir nicht sicher, ob John mich nicht ans Messer liefern würde, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt. Dann wäre er mich los. Aber hat Asher nicht gerade irgendetwas angedeutet von wegen, dass John dich eigentlich nicht hasst? Sondern das alles nur irgendeine ganz komische, wenn ich dich nicht haben kann, dann niemand Masche oder sonst was ist? Das könnte auch Taktik sein. Um das bei Andrew zu untermauern. Ich frage mich sowieso, wie Asya da überhaupt drauf kommt, weil John wird ja kaum einfach gesagt haben, ja, hey, ist übrigens eine süße Schnitte. Ich glaube, das wäre das Letzte, was John jemals sagen würde. Deswegen finde ich es sowieso so komisch. Es ist halt schon eine sehr seltsame Anschuldigung, aber gerade weil sie so komisch ist, kann ich mir einfach kaum vorstellen, dass Asya sich das so ausgedacht hat. Er wird ja irgendeinen Grund dafür haben. Weil er redet zwar viel, wenn der Tag lang ist, ja, aber das halt schon sehr... Ich habe schon lange das Gefühl, dass John mich eigentlich tot sehen will. Wobei ich mich der Frage, ob er nicht auch einfach schon, wenn er das wirklich gewollt hätte, nicht schon Möglichkeiten gehabt hätte. Unzählige. Vielleicht haben ja auch Möglichkeiten nicht geklappt. Du denkst, dass du das nicht mitgekriegt hättest? Ich weiß es nicht. Ich bin mit John bisher immer sehr gut klargekommen, auch wenn er ja manchmal ein bisschen komisch drauf ist. Ich habe das Gefühl, das ist aber so eine Venture-Sache einfach. Mir gibt dieser Unfall immer noch zu denken. Welcher Unfall? Der in Sacramento. Wieso? Sie wussten zu dem Zeitpunkt, John, wie du zu mir stehst. Ja. Sie haben dich aus dem Krankenwagen geholt, mich nicht. Richtig. Das Ding hat gebrannt. Es ist kein Geheimnis, und dass ich weiß, dass John dich damals aus meinem Leben entfernen wollte. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich mich durchgesetzt habe.
Damals, ja? Ich habe Fakten geschaffen. Und wir haben das besprochen. Und du bist dem Klüngel beigetreten. Und für dich zählt genau alles das, was für Dr. Angela, den Dicken und für John auch gilt. Und er war damit einverstanden. Er hätte sagen können, nein, dann wärst du nicht dabei gewesen. Er hat dich aufgenommen. Er hat dir sogar alles, was du kannst, beigebracht. Das hast du mir selber erzählt. Ja, weil du es nicht getan hast. Aber dafür kannst du ihm nicht die Schuld geben. Wenn er dich so hasst, hätte er da schon viele Fehler machen können, dann hättest du dich selber ins Messer geliefert, früher oder später. Und er hätte seine Hände in Unschuld gewaschen. Hatte nicht. Vielleicht wollte er noch auf eine günstige Gelegenheit warten. Vielleicht hat er gefunden, dass ein Klüngel aus drei zu klein ist, aber jetzt habt ihr ja noch jemanden. Moment. Soll ich gleich mal wieder in die Dokumente gucken? Man okay. Muss ja auch sagen, das war ja jetzt nicht, die Hoffnung war ja natürlich nicht, dass ich Andrew irgendwie verwirre, sondern die Hoffnung ist eher, dass Sam die Wahrheit sieht und auch weiterhin davon überzeugt bleibt, dass John mal über Jordan gehen muss. Eins, zwei, okay. Es wird Folgendes passieren. Nach dem letzten Satz verzieht sich die, vielleicht das allererste Mal, also als Angela das sieht auf jeden Fall, aber das allererste Mal, dass Sam das so sieht, glaube ich auch, das Gesicht von Andrew und er nimmt wirklich diese monströsen Züge an, die einem Vampir eigen sind. Schlägt die Fänge aus dem Mund schüttelt dann schnell seinen Kopf und verbirgt das wieder. Und meint Angela dann... Angela geht einen Schritt zurück. Niemand. Weder du, noch John. Beschädigt diese Gemeinschaft. Der fängt an zu zittern. Wie gesagt, lasst uns abwarten. John muss ja bald wieder herkommen. Wir bereden das Ganze und wir finden sicherlich eine Lösung. Ja, nein, vielleicht. Richtig. Dann könnt ihr mich ja holen, wenn John da ist. Dann gehe ich in unser Zimmer und knall die Türe zu. Andrew geht zur Wand, da wo Bruce seinen diesen Kratzspuren hinterlassen hat, lehnt sich da dran und gleitet dann so irgendwie mit dem Rücken an der Wand lang und sitzt dann auf dem Boden, schaut auf den Boden. Wenn er atmen würde, würde er ganz schwer atmen. Man sieht die Augen rot, sich rot färben. Ich hocke mich vor ihn. Ich fasse ihn nicht an, ich sag auch nichts, aber bin jetzt erstmal einfach für ein paar Sekunden da. Wenn er mich wegschickt, dann gehe ich halt, aber vielleicht will er das auch gar nicht, weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich möchte auch echt nicht an deiner Stelle sein. Du hast dir
diesen Klüngel ja aufgebaut mit Leuten, die du beschützen willst und von denen du dir sicher bist, dass sie dich beschützen, und jetzt so eine Unruhe dazwischen zu sehen. Das ist schwer. Ich wünschte, ich wäre wie Bruce und könnte zur Tür rausgehen und nicht wiederkommen. Ja, das ist lange her, dass das geht. Aber wir werden wirklich mit John darüber reden müssen. Jetzt unabhängig davon, wie viel von dem, was Asaya gesagt hat, war und falsch ist und was hanebüchene Anschuldigungen sind. Das Schlimme an der Sache ist, dass ja. Wenn ich die Wahl hätte, ich Sam wählen würde. Dass dieser Gedanke geht nicht. Es darf keine Wahl geben. Dann müssen wir verhindern, dass es diese Wahl geben wird. Ich schulde John viel und er mir auch. John hat vorausgesagt, dass Sam Unruhe bringen würde. Noch bevor diese ganze Sache angefangen hat. Ja, Frauen können das manchmal. Du hast keine Unruhe gebracht. Ach, das kommt noch. Glaub mir. Spätestens, wenn es darum... Und eigentlich bringt Isaiah diese Unruhe. Aber wenn das, was er sagt, wahr ist, ist es vielleicht wichtig. Wir können das auch nicht komplett ignorieren. Klar, müssen wir uns gegenseitig schützen. Hast du seine Worte nicht gehört? Sie waren wohl gewählt. Sie hatten ein ganz klares Ziel und er hat sein Ziel erreicht. Du hast Sam gesehen, wie sie die Tür hinter sich zugeschlagen hat. Dieser Klüngel ist vorbei, er ist am Boden. Selbst wenn er sich erklärt, Sam wird es nie akzeptieren. Und du denkst auch, dass es da keinen irgendwie Ausweg gibt. Welchen? Kein kleines... Sag mir einen. Ich weiß es nicht. Ich bin auch noch auf der Suche nach meinem eigenen Happy End, aber so langsam glaube ich, dass es das nicht mehr gibt. Er wird sich erklären. Er wird irgendeine Ausrede haben. Wenn Schuh können gut reden, habe ich gehört. Und ich weiß jetzt schon, dass keiner von uns ihm, auch wenn er die Wahrheit sagt, alles abkaufen wird. Dafür waren Isaias Worte zu genau gewählt. Und der Zustand, dass wir überhaupt diese Sachen in Erwägung ziehen, zeigt, dass das, was wir hier haben, nichts wert ist. Die Frage ist, seit wann ist das nichts mehr wert? Spielt das eine Rolle? Vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Rolle, je nachdem, wie lange das schon so läuft. Weil Sam traut John nicht, seitdem ich euch alle kenne. Und offensichtlich, seitdem sie Teil des Klüngels war und schon davor, war es nicht vielleicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt? Du sprichst genau die Worte, die John gesprochen hat, seit Sam dabei ist. Das tut mir leid. Und so meine ich das eigentlich auch überhaupt gar nicht. Das hat er auch gesagt. Ich glaube, er hat zu viel mit Ventures zu tun gehabt. Wird Sam dir dann morgen vorwerfen, dass auch du sie nicht leiden kannst, weil du diese Worte sprichst?
siehst, es ist alles. Ich muss darüber nachdenken. Und ich werde eins tun. Ich werde mir nicht mehr das Gedächtnis löschen lassen. Okay. Zumindest das hat Isaiah erreicht. Das heißt aber auch, dass ich mich an Dinge erinnern werde und dass ich mich verändern werde. Wie schnell wird sowas passieren? Wie läuft das? Ich kenne mich damit ja nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Sollten wir uns darauf irgendwie vorbereiten? Er steht auf, geht zu einer Kommode rüber, öffnet die Schublade, also nimmt die ganz raus, die Schublade, dreht die um, öffnet so einen zweiten Boden der Schublade und reicht dir einen Flock. Bitte? Warum hast du das hier? Nehme ich den an? Warte, ich würfel auch mal. Der Gesichtswürfel. Oh ja. Yeah. Mach ich den Frenzy Check? Mach einen Frenzy Check. Ein Drittel Menschlichkeit plus Willpower? Ja. Und was ist es für eine Art Frenzy? Was würdest du sagen? Fury Frenzy. Wohl? Doch, Fury Frenzy, weil, hallo, der hat Mord. Das Einzige, was. Ja, es ist nicht Mord, aber es knockt Vampire aus, ja. Also, töten tut der Flock sie ja nicht. Ja, aber. Er könnte es auch gegen jeden von uns benutzen, das ist so richtig. So eine Front, ne? Willpower. Und Fury ist. Moment. Ich hatte es doch eben noch gemacht, hab's vergessen. Willpower, ein dritter Mensch. Ja, ich muss nur die Difficulty gucken hier gerade. Fury Frenzy, ja, da kommt es auch wieder drauf an, was es genau ist. Also ich denke, Physical Provocation or Harassment, fast das? Ja. Es ist nicht wirklich Physical, also ich werde ja nicht angegriffen. Gibt's Insulted by Inferior, Public Humiliation, irgendwas mit Lovers wird es nicht sein, Friend Killed. Ich denke, das passt am besten mit der Physical Provocation. Das ist Zweier Schwierigkeit. Seine waren eben nämlich höher. Ach, gut. Okay. Fünf Erfolge. Deutlich. Das ist deutlich. Aber man sieht halt trotzdem, wie meine Augen sich kurzzeitig auf diesen Flock einfach fixieren. Und du hast was hier? Und den schleppst du einfach so mit dir rum? Und man merkt halt, dass ich halt so leise rede, damit eventuell Sam, wenn sie lauscht, vielleicht nicht unbedingt hört, was wir sagen. Du bist noch nicht lange Vampir. Sicher habe ich sowas. Alle haben sowas, früher oder später, wenn sie sich verteidigen müssen. Nicht alle können wie du durch ihre Stärke beeindrucken. Andere brauchen Waffen. Aber selbst mit dem müsste man die anderen doch erstmal überwältigen. Was Richtig. Bringt dir das ohne Stärke? Was? Also, ich... Was bringt ich, einem ein Messer oder eine andere Sache? Selbstvertrauen. Die Möglichkeit zu wissen, dass man sich im Ernstfall wehren kann. Und du hast gesagt, du willst für den Ernstfall vorbereitet sein. Und ich gebe dir jetzt hiermit die Möglichkeit... Das ist deiner, wenn du magst.
Und was ist, wenn du ihn brauchst? Das ist ja das, wovon ich sprach. Ich werde mich verändern und ich habe Angst vor dem Zustand, dass wenn ich ihn da brauche, dann nutze ich ihn auch. Und wenn ich ihn nicht mehr habe und du ihn hast, kannst du einschreiten. Okay. Das ist eine ganze Menge Vertrauen, die du mir da bringst, das weißt du. Ich strecke die Hand aus. Und nachdem muss er sich halt jetzt entscheiden, ob er mir wirklich vertraut oder nicht. Ja. Okay, dann nehme ich den Pflock, behalte den erstmal eine Weile einfach so in der Hand und gehe in mein Zimmer und verstecke ihn zwischen meine Unterwäsche. Guter Platz. Da kann ich dir nichts finden. Ach so. Er kommt kurz hinterher und guckt gar nicht groß, aber sagt dann auch irgendwie, du bist diejenige, die am wenigsten verdient hat vom Zerbrechen dieses Dings Schaden davon zu ziehen. Deswegen du. Okay. Sam hätte ihn auch verdient, aber Sam ist zu involviert. Ich hoffe, dass ich ihn nicht benutzen muss. Ich hoffe es wirklich. Ich auch. Für uns beide. Wow. Jetzt gehe ich raus. Ich denke, zu Sam zurück kann ich ganze Weile lang nicht. Kümmere dich ein bisschen um sie. Mach ich. Okay. Geht gut. Ich werde noch eine ganze Weile in meinem, also nicht eine ganze Weile, so eine Minute oder so, in meinem Zimmer bleiben, in den Spiegel gucken und dann tatsächlich zu Sams Zimmer gehen, mal anklopfen. Hey, ich bin's. Keine Möchtest Reaktion. Ich weiß, das ist alles ziemlich blöd, vor allen Dingen, weil du ja weißt, dass ich eigentlich nichts gegen John habe, aber wenn du mit mir darüber reden möchtest, ich glaube, ich bin doch am ehesten noch so eine neutrale Person, weil ich von der ganzen Angelegenheit so wenig Ahnung habe. Aber natürlich möchte ich dir auch nichts aufzwingen. Und für den Fall, dass du jetzt nicht willst und noch ein bisschen Ruhe brauchst, ich bin da, wenn du reden willst. Sie hört sich ziemlich verheult an. Reden bringt doch eh nichts mehr. Wir müssen handeln. Ich brauche einen Pflock. Vielleicht nicht, aber bringt es was, dich im Zimmer einzusperren? Hey, so kann ich schon jemanden töten, aus Versehen. Glaub mir, mich zu töten. Schon der zweite Toreador, der dir das heute sagt. Ich lass mich nicht so einfach töten, keine Sorge. Ich meinte jetzt nicht dich, ich meinte Menschen. Ja, aber wir können auch zu zweit in deinem Zimmer hängen und keinen Mensch töten. Geh einfach. Ihr könnt mir sagen, wenn John wieder da ist, aber lasst mich in Ruhe. Okay, wie gesagt, für den Fall, dass du deine Meinung änderst, ich werde den Rest der Nacht hier bleiben. Ich werde meine Meinung wahrscheinlich nicht mehr ändern, solange ich untot bin. Und was willst du dagegen tun? Nichts. Das war nur ein Angebot, hey. Dann gehe ich in mein Zimmer.
Nee, nein. Nee. Bruce hofft auch, dass ihm niemand entgegenkommt, wenn er da rausgeht. Also wirklich, er ist halt, ne, lotter stocksteif, wirklich, was weiß ich, ein paar Treppen herunter oder so. Und ja, ich starte auch erstmal nur die erste Zeit nur geradeaus und dann, ja, wahrscheinlich würde er jetzt auch irgendwie schnurstracks nach Hause gehen, ja. Okay. Kommst du zu Hause an, es brennt Licht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit das von der Haven weg ist. Wahrscheinlich hätte er sich dann doch schon ein bisschen wieder abreagiert. So weit nicht. So ein großes Gebiet haben die ja nicht. Mhm. Und du bist ja auf deren Gebiet. Ja. Ja. Also wenn denen irgendwas passiert, das ist ja die Krux an der Sache. Ja. Ja, wahrscheinlich steht er dann noch so einen Moment länger vor der Tür. Er kann ja nicht mehr atmen, aber sonst wird er halt tief durchatmen, einmal kurz. Und ja, macht dann halt Tür auf, nach mehrmaligen Versuchen, den Schlüssel reinzustecken. Ja. Ist sie allein? Also, wer ist da? Ja, du kommst erstmal in die Wohnung rein und es sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Oh, Scheiße. Ach, Gott. Und du siehst folgende Szene. Irgendwie, Anna hat am ausgestreckten Arm diese Boogie und auf dem anderen ausgestreckten Arm die andere Katze, den Chat. Oh, Scheiße. Das hat ja noch gefehlt. Ups. Ich gehe wortlos zu Anna rüber. Einmal versucht man es richtig zu machen. Ja, er greift sich die fette Katze. Ja. Und dann greift er sich Boogie. Es tut mir wirklich so leid. Und dann, ja, gehe ich ins Nachbarzimmer und mach die Tür zu. Mhm. Und, man hört es. Einmal. Einmal habe ich was von dir verlangt. Ich guck zu Boogie. Einmal. Er würde mal schauen, wer von den beiden fehlt am meisten Fell. Eindeutig Chat. Der ist einfach zu dick, damit er sich nicht schnell genug bewegt. Ja, ich gucke ihn so an. Einmal! Ja, der guckt dich so. Ich guck mir so diesen fetten Kater an, der auch wirklich wahrscheinlich auch enorm hässlich ist irgendwie. Ja. Das funktioniert so nicht. Ja, und Bruce, wie spät ist es gerade? Kann man da noch wieder hingehen und den einfach irgendwie vor die Tür legen? Es ist schon oder sehr so? Spät. Ja. Schon sehr spät. Oh, Scheiße. Kacke. Ja, Moment. Anna fragt irgendwie: Bruce, was zur Hölle? Moment! Ja, Senke Boogie ein wenig und guck mich an dieser fetten Katze ins Gesicht so. Ja, und dann geht er raus. Er lässt Boogie halt so auf den Boden senken und hat halt immer noch diesen Chat in der Hand. Mhm. Du solltest dir die Katze aussuchen. Und dann mache ich irgendwie, weiß nicht, ob das jetzt geht, irgendwie ein Fenster auf oder sowas und dann. Also, ich würde dann echt überlegen, den einfach so. Was mache ich jetzt mit dir? Guck dir so an. Überraschung. Die schaut so ein ganz hässliches Gesicht mit ganz großen Kulleraugen an. Ja. Oh, der ist noch vor. Ja, und dann schaut er so zu Ende rüber. Überraschung. Die ist dir geglückt, Bruce. Die schönen Möbel. Ich bringe ihn morgen wieder weg. Wohin? Was weiß ich. Das. Also, ich kenne mich noch nicht so aus, aber
Er war von denen, die da waren, die einzige, die irgendwie verträglich war. Schaut sich um. Ja. 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 Also Bruce hat ihn immer noch so am Nacken gepackt, so, ne, und setzt sich dann mit dem fetten Kater so hin. Was mache ich denn jetzt mit dir? Es war der Einzige, der nicht ausgerastet ist, als ich im Tierheim war. Gib ihm den Befehl, dass er sowas nicht machen soll. Wie Befehl geben? Soll ich das machen? Eigentlich nicht, aber nur das eine Mal, wirklich. Ich finde das eigentlich nicht so, aber Bruce ist Natur. Ja. Aber das nicht. Und er macht so eine Geste zu seiner Schläfe. Ja, die Katze. Wieso ja. nicht? Ich glaube, das ist nicht natürlich, wenn du ihm seinen Willen deinen Willen aufzwingst. Das kommt drauf an. Er unterwirft sich einfach dem Stärkeren. Wie in einem Wolfsrudel. Alle folgen dem Alpha-Wolf. Ja, wo wir bei der Rudeldiskussion sind. Ja. Fürs Erste. Und ich halte ihr so die Katze hin. So, halte sie ihr vors Gesicht. Gott, bist du hässlich. Nimmt die Katze so. Krault ihm dann so durch das zerrupfte Fell. Dann suche ich nochmal Boogie. Mhm. Der stolziert so durch das andere Zimmer. Ja, dann greife ich ihn nochmal so richtig pack am Nacken. Junger Freund. Miau. Nicht nochmal! Und dann setze ich ihn. Oh, du! Bruce kann das nicht. Aber am Ende musst du dich entschuldigen und nochmal streicheln. Das wird dann auch sein, aber also die ersten 10 Minuten jetzt erstmal will das. Dann wieder, ich guck dir so an. Ich doch! Setzen sie hin. Guckt sie mal das Ausmaß der Zerstörung an. Mhm. Oh yeah. Gut, dass ich ein bisschen nähen kann. Und er guckt sich so die Couch an. Wie so. Oh, eine Decke. Wo warst du denn die ganze Nacht? Bei meinen Liebsten mit Vampiren. Ah. Also man hört den Sarkasmus offensichtlich aus. Ja, ich... Heute lief nicht gut. Also... Ganz miese Nacht. Was haben sie verbockt? Der Ventru. Also nicht der Schnösel. Obwohl er auch. Die Ventru. Was ist mit ihnen? Haben sie dir was getan? Nein. Sie... Ich weiß nicht, ob das in der Natur liegt. Oder ob nur die beiden einfach scheiße sind. Aber... Alle Ventru sind scheiße. Mittlerweile glaube ich dir immer mehr. Glaub mir, ich bin schon länger ein Vampir als du. Offensichtlich. Offensichtlich, ja. Ja, und... Ich hatte ja gesagt, ich wollte mit ihnen darüber reden. Natürlich... Waren sie dagegen? Wobei, ich habe bei den beiden nichts anderes erwartet. Ich kann die auf den Tod nicht ab. Einer ist schlimmer als der andere. Warum hängst du noch mit denen ab? Weil da auch nette Leute sind. Ich mag die beiden Damen da. Also. Ach. Kann das. Die sind nett. Das sind keine Mörder. Das sind keine. Die Ventru sind Mörder? Interessant. Zumindest der eine. Nicht der
Schmalzkopf. Aber ich mag die Toreador und die Bruja, Angela und Samantha. Ja, die sind sehr hübsch. Sam war durchaus interessiert daran, sich das anzuhören, was Adam gesagt hat. Ah. Angela natürlich nicht, aber es ist ja Ex. Toreador mit Vernunft. Soll es geben. Du kennst dich da mehr aus, aber soll es geben. Und ja. Also schließen Sie sich uns an. Nein, ich habe ja auch gesagt, ich sehe da keine Vorinteresse. Ich wollte erstmal nochmal mit ihm reden und mit den anderen Leuten, die er da gefunden hat, um sich schart, wie auch immer. Und ich habe mir nochmal eine neutrale Stimme dazu geholt. Einem, den ich, glaube ich, von den ganzen Leuten hier noch am ehesten vertrauen kann. Ich weiß nicht, ob du den Dude kennst, der sieht man nicht oft. Langer Mantel, Hut, überall Tattoos. Nein. Einen Laden irgendwo grob die Straße, wo er ist. Nein. Heißt Ronan. Ist Detektiv. Wie heißt die Zauberer? Tremere. Ach, genau. Ja, wie der Tscheche. Aber es ist der Einzige, dem ich glaube, dass er mit dem ganzen Scheiß hier nichts zu tun hat. Und er sein Ding durchzieht. Und du außerdem... Du weißt schon, dass die Tremere alle zusammenhängen. Der arbeitet bestimmt für Prnava. Oder für Veronica. Ich glaube eher Zweiteres, aber warum ich ihm vertraue, ist er kein Jelly. Was? Das, die beiden kennen sich. Interessant. Sind wohl auch befreundet. Und das ist für mich tatsächlich einer der Gründe, warum ich sage, ich vertraue ihm tatsächlich noch am meisten. Außer Jelly, aber die will ich da nicht mit reinziehen. Und ja, er wollte mit ihm reden auch. War. Ist Jelly nicht mit diesem Bus in die Stadt gekommen? Mit was für einem Bus? Du schaut sehr eindringlich so zu ihr rüber, wenn sie so nachdenkt. Kann sein, dass die alle zusammenhängen. Wer? Dein Detektiv, Jelly und jemanden, den ich kannte. Den du kanntest? Schaut so Fragen in die Richtung. Schlimme Geschichte. Willst du mir davon erzählen? Ich tue nichts. Wenn du nicht möchtest, dann verstehe ich das. Es ist vielleicht die einzige Person, die ich in letzter Zeit getötet habe, die es nicht verdient hatte. Die getötet hast. Ja, nicht direkt. Okay. Erklär mir das bitte, wenn das okay ist. Als ich bei der zweiten Inquisition war, da gab es noch jemanden, der mit mir zusammen ausgebrochen ist. Eigentlich ist noch jemand. Er dafür verantwortlich gewesen, dass wir es geschafft haben. Ein Freund von dir also? Ein Bekannter? Oder?
Freund kann man nicht wirklich nennen. Ich habe ihn zu kurz gekannt, aber Bekannter trifft's ganz gut. Ah ja, auch. Du weißt schon. Wie du, oder was? Wie wir, war ein Gangrel, denke ich. Oh. Okay. Und du glaubst, dass er tot ist? Ich gehe stark davon aus, ja. Warum? Sonne. Oh. Ich habe ihn im Stich gelassen. Vielleicht hätte ich ihn sogar retten können, aber ich hatte Schiss. Das. Nein. Ich war nicht da, aber das kann man. Sag das nicht. Das ist doch, also, das, was ich jetzt hier von uns weiß, ist das doch, wenn Sonne kommt, ist das doch. Ich würde es nicht als Schiss bezeichnen. Wenn man so will, hat er sich für mich geopfert. Deswegen. Im entscheidenden Augenblick hätte ich vielleicht was machen können, aber wie gesagt, ich habe es einfach nicht gemacht. Ja, als sie dann sagt, dass sie sich geopfert hat, dann macht er so. Okay. Ich meine, ich wundere schon ein bisschen länger hier auch. Wie war sein Name? Joao. Wird Bruce jetzt nichts sagen, wahrscheinlich. Sagen wir jetzt nichts, aber du sagst es, er kam mit einem Bus an. Wann war das? Kurz, ganz kurze Zeit, ich weiß nicht, bevor wir uns kennengelernt haben. Denke ich. Ich bin mir nicht sicher. Du schaust so nach links und nach rechts so. Bist du dir sicher, dass er. Du weißt schon, weil, wenn nicht, dann. Das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, ist, dass er in das Sonnenlicht gelaufen ist. Weil. Das klingt nach einem der wenigen, den ich wirklich vertrauen könnte. Du bist dir sicher, dass er. Wie gesagt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er weg ist. Solche Leute hätten wir gebraucht. Denn wer. Du sagst es. Sein Leben über das der anderen stellt, ist. Da kann ich auch nur den Hut vorziehen. Richtig. Das sind dann ich habe ihn leider nie kennengelernt, aber wenn das alles stimmt, was du sagst, dann ist das einer der wenigen Helden unter uns. Tja, was ist das so? Warum hast du mir davon nicht schon früher erzählt? Ich versuche die Sache zu vergessen. Wie gesagt, ich gebe mir selbst die Schuld an seinem Tod. Ach. Ja, Bruce kommt so ein bisschen näher, wird sich wahrscheinlich jetzt so, wenn sie nicht schon direkt nebeneinander saßen, jetzt nochmal neben sie sitzen, so. Gib dir da nicht die Schuld, weil wirklich nicht. Ich. Wenn du darüber reden willst, nochmal, dann. Also, öfter reden willst über die Sache, dann. Sag einfach Bescheid, oder wenn du noch mehr so Sachen hast, dann ich will ja für dich da sein. So, und ich weiß. Aber ich weiß auch, wie du bist, Bruce, und ich glaube, einige Sachen würden dich verändern. Und ich brauche dich so, wie du bist. Runzelt so kurz die Stirn. Nun gut.
Wenn ich eins gelernt habe, ist, dass es in unserer Gesellschaft Dinge gibt, die wir für uns behalten müssen. Teils zu unserem Vorteil, teils zum Vorteil anderer. Es ist ein großes Spiel, was gespielt wird, und es wird sich auch nicht ändern, wenn die Camarilla weg ist oder sonst irgendwas. Eigentlich haben wir das als Menschen auch schon gespielt, wenn ich mir das richtig überlege. Oh ja. Was das angeht, ist da kein Unterschied bei. Da hast du recht. Ja, Bruce starrt dann erstmal noch mal ein paar Momente auf den Boden. Zumindest hat Joao mir beigebracht, dass diejenigen, die es verdienen, bestraft werden sollten. Und dass man sich wehren soll. Bruce kratzt sich auch am Kopf und dann nickt er so leicht. Jetzt verstehe ich, woher du das hast, ja. Und verstehe das. Nein, du verstehst es nicht. Du versuchst es. Ich versuch's, dir hoch an, aber du warst nicht da. Und du wirst hoffentlich auch niemals da sein. Wie gesagt, Bruce, ich brauche dich so, wie du jetzt bist und nicht. Ich brauche Bruce. Schaut so ein bisschen leicht schmunzeln so in die Richtung. Dann würde er sie auch nochmal in den Arm nehmen, so kräftig drücken. Ich brauche dich auch so, wie du bist. So. Ja, die Sonne geht bald auf. Ja, das Handy klingelt, Bruce. Okay, ich gehe dran. Bruce? Der Sheriff. Ja? Du hast dich nicht mehr gemeldet. Ach so. Ich wollte nur sicher gehen. Ach, ja, einen Moment. Ich schaue so zu Anna an und gehe dann immer in den Nebenraum. War nur eine Sache. Ich bin die Nacht rumgefahren, du weißt. Und ja? da ist schon was, das wollte ich eigentlich schon ein bisschen länger sein. Die sind mir schon länger aufgefallen. Mhm. Kennst du, ich sage nur den Namen der Firma, da habe ich als Spieler gerade vergessen. Ja. Weißt du irgendwas über die? Weil ich war zufällig in der Gegend und ich kenne mich damit aus, du bist ja der Fachmann. Gerade als echter Texaner. Mhm. Aber ich glaube, die machen irgendwelche krummen Dinger. Also, kannst mir erzählen, was du willst, aber wenn die nicht Schwarzarbeit üben, dann... Schwarzarbeit? Ich habe die gesehen in ihrem Van und so. Und wann? Ja, er erzählt halt irgendeine Zeit, die wahrscheinlich irgendwie vorher war. Mhm. Stunde vorher oder so, Stunde zwei. Ja. Wo? Fünf Straßen weiter. Mhm. Ich weiß nicht, also ich meine, ich bin echt kein Fachmann drin, aber ich weiß nicht, vielleicht solltet ihr euch das mal angucken, wenn ihr jetzt nicht gerade so viel zu tun habt nach der Wahl und so. Bruce, was hast du mit denen zu schaffen? Gar nichts. Ich hab die halt wirklich einfach nur gesehen. Also jetzt schon öfters mal. Ich meine, ich komme ja nur mal viel rum und die sind mir tatsächlich irgendwie öfters aufgefallen. Was willst du mir sagen, Bruce? Ich weiß nicht, also ich glaube, die drehen irgendwelche krummen Dinger. Also ich kann ja auch nicht... Ja. Sag einfach, was du mir sagen willst. Ich glaube, die machen Schwarzarbeit und zwar richtig offensichtlich und ich verstehe nicht, dass die bisher noch nicht rangekriegt wurden. Also das ist also eine Sache, die denke ich mir jedes Mal, wenn ich im Taxi an denen vorbeifahre. Alter, das ist so offensichtlich, warum macht das keiner?
Und? Nur Schwarzarbeit. Ich hab mal einen Jugendlichen, irgendeinen Teenie, kurz vor dem Club, ich sag den dann irgendeinen Club, den ich kenne. Ich glaube, die haben Drogen vertickt. Drogen? Also, ich mein, don't judge me, aber wenn haben die sie dich dabei gesehen, dass du sie gesehen hast? Weiß ich nicht, glaub nicht. Pass auf, Bruce. Kann sein, dass du da was in einer ganz üblen Sache drin bist. Halt dich einfach low, okay? Okay. Ich kümmere mich drum. Du kümmerst dich drum. Also, ja. Okay. Also, wieder, guck dir die mal an, genau. Das mit den Drogen passt, Bruce. Und ich glaube, sie haben dich gesehen dabei. Glaubst du ehrlich? Ja. Und ich glaube, sie sind dir auf den Fersen. Pass auf dich auf. Soll ich jemanden zu dir schicken? Brauchst du nicht, danke. Ich krieg das hin. Wir haben ein großes Schloss. Ich schick dir gleich was. Dann weißt du Bescheid. Wow, okay. Dass es so krass ist. Also ich dachte, das wären ein paar illegale Einwanderer oder so, aber das. Ich kümmere mich drum. Legt auf. Okay. Ein paar Sekunden später kriegst du eine Bild-Message, wo du halt so einen Tatort siehst. Irgendwie im Dunkeln. Und so einen Firmen-Van mit der großen Aufschrift von dieser Firma, der in frontal in ein Taxi reingefahren ist. Anscheinend. So das halbe Taxi ist weggefetzt. Da liegen halt Leichen irgendwie auf dem Boden. Und einer von den Polizisten hält so einen Beweisbeutel mit so einem Tüte Drogen in die Kamera. Kommt ein What the fuck zurück. Ja, und hiermit beenden wir dann heute den Stream. Ja, Bruce kann nicht lügen. Ja. It's going down for real. Das passte gerade zu gut. Sehr schön. Ja. Ja. Ja, genau, Lucky, richtig, ja. Ja, schöne Folge. Ich muss die Folge wahrscheinlich umbenennen, weil mit einem Stalker hatte das heute nicht so viel zu tun. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja, danke fürs Mitmachen. War eine sehr coole Folge, fand ich. Sehr, sehr viel Drama. Oh yeah. Finde das wieder gut, dass Angela dabei ist. Die hält irgendwie dieses flagile Ding noch halbwegs zusammen. Versuch's, es funktioniert nicht. dieser Klüngel ist wie diese Stelle aus Star Wars. We're still flying half a ship. Ja, Isaiah hat genau gesehen, dass das Ding fast zerbricht und hat einfach nur auf die richtige Stelle getippt und dann sieht man dieses Glas brechen. Ja, when true do when true things. Ja. Ja. Wer braucht einen Malkaff, wenn man Ventru hat? Niemand braucht Malkaffs. Oh. Ja, schön. Cool. Danke. Slucky hat schon wieder einen Song für uns, das ist sehr gut. Ja, freuen wir uns schon drauf. Ja, wenn ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel über Feramin, läuft die ganze Zeit die Adresse vom Nordpol durch. Da könnt ihr mal hinschauen. Da gibt's auch andere Vampire-Runden. Zum Beispiel habe ich eben im Chat den Phantom gesehen. Der streamt auch Vampire. Da könnt ihr vielleicht mal reingucken. Oder ihr schaut bei Rerion. Der ist nämlich auch im Chat mal auf den Kanal. Der spielt Vampire Dark Ages. Auch da spielt Feramin zum Beispiel auch mit. Also da habt ihr dann auch ein bekanntes Gesicht, was ihr wiedererkennen könnt. Und ja, andere Rollenspielsachen gibt es dann natürlich auch noch zu sehen. Und falls ihr da
nicht fündig werdet und sagt irgendwie, aber die spielen System XY aber gar nicht, dann meldet euch einfach an, fragt rum. Ich denke, es findet sich immer jemand, der mit euch zusammen dein Lieblingssystem spielen möchte. Und dann gibt's das halt. Ne? Ja, wenn, ja. Sehr cool. Aber wo gibt's denn das nächste Mal was von Kakko zu sehen? Tatsächlich dauert es jetzt noch ein bisschen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es der 6. oder 7. August ist. Da geht dann die Sprawl-Runde weiter. Mhm. Haben wir auf dem Kanal geleitet von Reg Jackson. Cool. Ja, also ich verlinke euch natürlich in der Infobox, in der oberen, von euch aus gesehen, rechten Ecke, die Kanäle. Ja, dann könnt ihr die da schnell finden. Und natürlich auch in der Infobox unten drunter. Da gibt es eine Linksammlung für allen möglichen Nerdpol-Rollenspielkanälen. Da könnt ihr dann auch suchen. Findet ihr auch den Kakko zum Beispiel. Ja. Genau. Cool. Sprawl. Also das ist, was ist das so, wenn jemand das Sprawl nicht kennt? Cyberpunk-Setting. Ah, okay. Benutzt Power by the Apocalypse als System. Und also wenn ihr nicht wisst, was es ist und es interessiert euch, Cyberpunk, dann schaut ihr beim Kakko vorbei. Ja, und Lilio, wann sieht man was von dir? Oder wo sieht man was von dir? Übermorgen. Nee, Quatsch, am Mittwoch. Nein, morgen tatsächlich. Morgen geht's erstmal mit Beyond the Wall bei Azrael weiter. Mhm. Genau, und am Mittwoch ist bei Claudine wieder Storm King's Thunder, Dungeons and Dragons auf dem Plan. Ja, sehr schön. Also auch die Kanäle verlinkt. Schaut ihr dann irgendwie auf YouTube, wenn ihr das schade schaut, könnt ihr da nachgucken. Feramin, du, habe ich gehört, spielst morgen wieder einen, genau, Vampir. Morgen Dark Ages bei Therion. Ja, sehr schön. Auch den Kanal verlinke ich euch dann nochmal. Und der Ereigungen ist immer noch Koala-exklusiv. Ganz genau, weiterhin ein Koala-exklusiv. Mir fällt gerade ein bisschen die Kinnlade runter, weil Lilio so dermaßen viele Spielrunden hat. Die hat ja schließlich jetzt gerade noch eine weitere Runde mit mir geplant. Oha! Also, das ist schon so ist harter Shit. Ja. Ja. Nimmt irgendwann Mischka-Züge an. Ja. Ich bin momentan schon dabei, Leuten Nein zu sagen, wenn sie mich fragen. Oh nein. Ja, Leute. Schrecklich, ne? Ich meine, ich hab halt auch bemerkt, jetzt auch während meiner kleinen Pause, dass ich mich tatsächlich ein bisschen übernommen habe mit den ganzen Runden, die ich so anfange. Deswegen, mal schauen. Ja. Okay, ja. Dann vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Euch im Chat vielen Dank, dass ihr da wart. Wann kommt das Prelude, wird erst mal wieder gefragt. Ja, das interessiert uns alle. Ja. Aber ich fürchte, dass ja, könnte noch was da. Ja, culpa. Es wird irgendwann ein Post-Loot. Ja, genau. Danke ganz auch am Ende, an... wenn unser ganzer Arc abgeschlossen ist, ja, dann kommt das als Prequel. Ach so, neue, also als Sequel vielleicht, so irgendwie als neue Staffel oder so. Ja, genau. Spin-off. Ja, danke auch an Shibitawa, die heute kurzer Zeit vor dem Stream ein Follow dagelassen hat. Das ist ungünstig, weil da hast du gar keine Koala-Kraul-Animation gekriegt. Also, wenn ihr mir folgen wollt, dann wartet immer erst zum Stream und dann könnt ihr einen Koala kraulen. Also von, ja. Aber trotzdem danke für den Follow. Ja, und die anderen, ganz viele tolle Leute im Chat. Ich vergesse bestimmt einen, wenn ich jetzt alle aufzähle. Danke, danke, danke. Es war sehr viel los. Das ist immer super zu sehen. Ich hoffe, ihr seid auch auf YouTube später nochmal unter dem Video, was ich da hochlade, da und hinterlasst auch nochmal einen Comment und einen Daumen hoch. Dann würden wir uns super mega doll drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich, wenn alles gut geht, in 2 Wochen? In 2 Wochen wieder? Ja. Mhm. Ja. Und schauen, dann können wir dann die Folge den Stalker nennen. Oder auch nicht. Wir machen irgendwas ganz anderes. Das ist Wir führen dich eben auf verworrenen Wegen. Ja. Der Spielleiter wird voll gerailroadet von seiner Crew. Alles klar. Macht's gut, Leute, den Segen der Nacht und bis zum nächsten Mal. Haltet eure Ventilatoren bereit bei dem Wetter. Tschüss. Bye, bye. Ciao, ciao. Den Segen der Nacht.